Hallo und herzlich willkommen bei Hooked Live. Ist das mal, Robin, ist das jetzt schon Retro, was wir hier machen? Weil wir quasi schon so alt sind, dass wir in unseren eigenen Erinnerungen an frühere Tage uns selbst beweihräuchern, aber eigentlich ist es nur eine traurige Wiederbringung von Vergangenem. Ja. Traurig würde ich das jetzt nicht nennen. Melancholisch vielleicht. Ja gut, aber auch nur eine Ebene über traurig. Hallo zusammen, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollen heute mal wieder ein paar Spiele mit euch spielen und euch zeigen, wie wir das auch früher regelmäßig jeden Donnerstag um 18 Uhr gemacht haben. Denn wir hätten vor, das jetzt wieder einzuführen. Der Plan ist wirklich, das auch wieder regelmäßig zu machen. Wie genau sich da auch der restliche Streamplan noch reorganisiert, das sagen wir euch dann die kommenden Wochen, weil wir wissen es selber noch nicht. Genau. Und das teilen wir euch dann entsprechend mit. Da gibt es dann wahrscheinlich auch nochmal ein YouTube-Video oder sowas. Werdet ihr ja dann sehen. Aber der Plan ist auf jeden Fall wieder, euch hier regelmäßig Spiele vorzustellen am Donnerstagabend. Oh Gott, Topsi. Und hast du schon wieder 50? Dobbs hat schon wieder 50 geschenkt. Wie ich nur von der Seite höre. Oh Gott, Dobbsi. Dobbsi hat schon wieder 50. Haben wir so viele Zuschauer? Ich weiß gar nicht, wem er diese Abonnements noch sagen, schenkt. Kann man ein Abo doppelt bekommen? Stacken die? Stacken Abos? Vielleicht bekommen gerade irgendwelche Gronkh-Zuschauer Hooked-Abos und so. Wer ist das? Dobbsi, ach, Dobbsi, vielen lieben Dank. Vielen, das ist super lieb. Wir machen uns auch ein bisschen Sorgen. Nö, ich freue mich, dass es so gut läuft bei Dobbsi. Genau, ich hoffe, dass dem der Fall ist und dass alles mit in bestem Zustand passiert und vielen Dank. Das ist, also mir fehlen die Worte. So, mir fehlen sie nicht, das wird doof im Stream. Das wäre jetzt mega scheiße. Wir spielen Hot Wheels Unleashed, ich schalte mal auf Vollbild. Ja. Da ist es, da hat Robin schon einen, den habe ich auch tatsächlich. Wir haben das beide schon angespielt. Und hast du auch, hast du das sogar zum Fall? Genau, weil ich dachte erst, die anderen Autos, die du hast, sind andere. Aber den Saurier habe ich auch schon. Also du bekommst tatsächlich zufallsbasiert Autos aus Lootboxen. Dobbsi gibt es in Tier-Once-Up to Gronkh. Das geht. Ich wusste auch nicht, dass das geht. ich hoffe, er kommt gleich hier so ums. Hä? Was ist das dann? Man bekommt die tatsächlich mit Lootboxen. Einfach ja, zufällige, ja, ja. Die auch dann verschiedene Seltenheitsstufen haben. Oben links seht ihr das und das sind die Autos, die ich bisher habe. Und ihr seht es vielleicht, die sehen großartig aus. Ihr könnt richtig, ich weiß nicht, ob es im Stream dann auch rüberkommt, aber diesem Auto kann man die Textur des Lacks erkennen. Und hier die Lichteffekte auf dem meinem Motosaurus, ich finde das absolut sensationell. Ja, und was wir euch später noch zeigen, es gibt auch wirklich einen Editor, wo ihr selber die Farben bestimmen könnt und ihr könnt sogar Sachen reinbauen und so, und da kann man auch das Material festlegen, was cool ist. Und das ist ja auch so ein bisschen das Ding, was wir festgestellt haben, was wir euch jetzt auch so ein bisschen zeigen wollen, basierend auf unserem Ersteindruck mit dem Spiel bisher, dass Hot Wheels Unleashed tatsächlich ein richtig cooles Spiel ist. Oh ja, vielleicht ein bisschen die Musik leiser machen, ein kleines bisschen, Lady D schrieb es gerade. Achso, ja, können wir weil machen. Der Sound ist ja eh nicht so wichtig bei dem Spiel. Nee, und die Fahrgeräusche wären auch ein bisschen grading, also ja, wahrscheinlich genau. Sollte man das wirklich nicht so machen. Ich lasse dich mal ein bisschen erzählen, ich starte einfach schon mal ein Rennen, ja, für Hintergrund, während du genau, redest. Also es ist halt das, was man eigentlich erwartet, wenn man hört ein Hot Wheels Rennspiel. Es ist so ein Arcade-Racer, der tatsächlich auf Hot Wheels-artigen Strecken stattfindet. Also ihr seht ja hier schon so ein bisschen, das sind so diese Plastikdinger, die man zusammensteckt. Und es gibt auch einen Streckenbaukasten, mit dem man die selber zusammenstecken kann. Und dann gibt es Loopings. Und wir sind hier gerade, wie heißt die Gegend, in der du gerade bist? Ich glaube, das ist die Garage, oder? Ja, sieht sehr nach Garage aus. Ja. Oder man ist halt im Keller oder so, wo dann so ein Billardtisch auch da ist. Es gibt fünf unterschiedliche große Bereiche, um den man drumherum fahren kann. Und was hier wichtig ist, ist zum einen der Boost, die gibt es in verschiedenen Arten. Robin hat hier gerade ein Auto, das hat diese Kugels rechts unten, die verbrauchen sich dann einfach und laden sich dann aber auch wieder auf. Dann gibt es diese, also das seht ihr ja selber, diese Boost-Setup. Ein bisschen wie ein Burnout sind und Burnout Paradise. Und was super wichtig ist, ist Driften. So nicht so ganz Mario Kart-mäßig, dass man dabei jetzt Boost bekommt, aber einfach damit man seine Geschwindigkeit behält. Mal einmal kurz auf Bremse drücken oder auch länger, wenn man ein bisschen langsamer werden muss, um sich in die Kurve zu legen. Übrigens in der Uni, nicht in der Garage. Ja, es ist einfach ein Kartracer, ne? Spielerisch. War ich ein bisschen überrascht von. Es ist halt exakt das gute alte Driften statt Bremsen. Oder du bremst, damit du driftest. Ich habe das Spiel mal leiser gemacht, Chat. Verzeihung. Jetzt sollte es gehen. Wenn noch irgendwas ist, sagt immer gern Bescheid. Und das fühlt sich richtig gut an. Fühlt sich einfach richtig gut an. Ja, das ist so die Überraschung. Das ist auch super smooth.
und sieht dabei dann auch so cool aus. Also das ist, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hatte das Spiel auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ich musste ein bisschen denken, weil das war doch auch Hot Wheels, an den Forza Horizon DLC, oder? Ja, wir auch Forza Horizon 4, nee 3 war das, weil 4 hatte Lego. Vor 4 Jahren oder so hatten wir das mal im Stream. Ja, das war sehr, sehr cool. Da hat Robin auch den Hot Wheels DLC gezeigt, wo wir auch über der Spielwelt quasi in diesen Strecken unterwegs waren. Und das ist ja das, auch dieses Prinzip, nur halt eher so auf dieser Micro Machines Ebene. Seid ihr schon hyped auf den Final Fantasy Racer? Meinst du das Chocobo GP? Wenn ja, dann ja. Das hier sieht halt viel besser aus. Zeron, danke fürs Abo. Selbst auf der Switch, also das Spiel gibt's auf allen Plattformen wirklich. Wir spielen jetzt die Xbox Series S-Version. Ich fände es super, wenn das Final Fantasy-Ding so einen Realo-Stil hätte. Ja. Und alles sieht so ein bisschen strange aus. Das ist jetzt die S-Version, die ihr hier seht. Das Spiel gibt's auch auf der Xbox One, auf der PlayStation 4, auf der PlayStation 5, auf PC, auf Stadia und halt sogar auf der Switch. Auf der Switch läuft es dann nur mit 30 FPS, aber ich habe mir das gerade mal angeschaut. Das sah immer noch ordentlich aus. Ja, ja, also echt gar nicht so schlecht. Danke, Dopsy, für den Link. Super lieb. Und wir hatten gerade... Genau, Cypher schrieb, in Cruisen Blast kann man auch einen echten Dino fahren, was ich sehr gut finde, weil es stimmt. True. Sehr anderes Spiel, aber ja, das geht natürlich auch. Und Mitochondriensalat, Melty Blood will ich mir auch noch anschauen. Das wird dann eher was, wenn überhaupt, für nächste Woche, weil das muss ich mir erstmal holen. Das ist heute rausgekommen, das ist so ein Fighting-Game, das keiner von euch kennen wird, außer Mitochondriensalat. Ich kenne das wegen des Namens. Ich habe öfter schon gelesen, weil ich dachte, ja. Melty Blood Type Lumina ist heute rausgekommen. Lieber Japaner. Danke, Jax, für das Abo. Und das Spiel hier fühlt sich tatsächlich richtig gut an. Ja. Und es hat so eine Singleplayer-Struktur, habt ihr ja gerade gesehen, wie so ein Spielzeugteppich, auf dem man unterwegs ist, eingeteilt in verschiedene Levels. Und du meintest auch, es gibt sowas wie Bosse? Ja, genau, also die heißen Bosse tatsächlich, von denen gibt es 5, was einfach eine extra lange Strecke ist, die nicht mit Runden funktioniert, sondern wo du wirklich linear 4 Minuten auf einer sehr spektakulären Strecke lang fährst, wo du dann gewinnen musst. Und es gibt 5 von denen und da es halt auch 5 dieser Streckentypen gibt, vermute ich einfach, dass man in jedem Streckentyp dann halt einmal unterwegs ist. Das kann ich, jetzt habt ihr ja mal ein Rennen gesehen, das kann ich ja mal grob kurz zeigen, was es da gibt. Wenn das Spiel bei mir auf Deutsch stehen, dann ist man wirklich auch im Keller und so. Ja, genau, das gibt's. Ein paar der Sachen sind auch ein bisschen ungelenk übersetzt. Quick Race, hier sind meine Autos. So. Ja, genau, wir haben hier genau den Keller, wir haben den Skatepark, wir haben den College Campus, wir haben die Garage und wir haben den Wolkenkratzer. Und das ist halt einfach, ihr seht es auf dem kleinen Bild da oben links, halt was im Hintergrund passiert. Aber jeder dieser 5 Typen hat dann noch 8 unterschiedliche Strecken, die ihr dann hier unten auswählt. Und ich gehe mal langsam durch. Das sind dann die Strecken und die werden von sehr simpel auf schnell zu sowas. Das hat er vor. Und das finde ich dann auch sehr vielversprechend. Ihr seht, die habe ich noch nicht freigeschaltet, weil das funktioniert dann so. Ihr seht links stets, wenn ich einfach die Kampagne da weiterspiele, die ich gerade gezeigt habe, dann schalte ich den automatisch frei. Aber wenn ich jetzt sage, ich will das mit dir im Splitscreen spielen, jetzt sofort, dann kann ich die Währung, die ich in der Kampagne verdiene, mit denen ich mir eigentlich neue Autos freischalte, auch hier ausgeben, um mir diese Strecke schon früher zu holen. Und wir sehen, also da gibt es dann wirklich ordentlich viele, weil ich dachte mir erst so, ach, nur 5 unterschiedliche, das ist aber viel zu wenig. Aber für die Strecken ist das hier irrelevant. Diese Strecken können jetzt trotzdem alles machen. Die Kulisse, genau. Genau, und ganz ehrlich, wenn man das selbst spielt, bemerkt man davon auch gar nicht mehr so viel vor dem Hintergrund, weil man halt so auf das Spiel selbst fokussiert ist. Erstmal Saints Row for President, vielen Dank fürs Abo. Ristello fragt, wie ist die KI? Gummiband oder realistisch? Realistisch. Also es ist natürlich Gummiband, wie es das in jedem Arcade Racer gibt, aber deutlich besser als in Cruisen. Sie funktioniert super. In meiner Erfahrung auch, also ich bin zum Beispiel mal mit einem Auto gefahren, das war ein bisschen langsam. Bisschen langsamer und ich hatte dann echt Probleme auf dritten Level oder so, auf dem normalen Spiel. Die Autos machen einen richtig krassen Unterschied. Die Autos machen voll den Unterschied und da musste ich mich wirklich anstrengen und als ich dann mal mit dem anderen Auto gefahren bin, wo ich dann auch witzigerweise mit dem Dino-Auto sehr gute Erfahrungen gemacht habe, als ich dann Erster war, hatte ich auch einen Abstand aufbauen können. Also es hat dann in dem Moment Gummiband, wo, wenn du einen Unfall baust und auf den letzten Platz durchgereicht wirst, dann kannst du... Willst du dir nicht wegfahren? Ja, richtig, genau. Okay. Dann kannst du nicht einfach, es ist nicht wie ein Cruisen Blast, dass du einfach dann
5 Sekunden Gas gibst und den eingeholt hast. Aber wenn du vernünftig fährst, dann hast du in relativ kurzer Zeit zumindest wieder so die ersten 4 eingeholt und musst dich dann halt wieder anstrengen, um auf den ersten Platz auch zu kommen. Aber also das ist halt die, so wie Gummiband-KI im Idealfall funktioniert. Ja. Du kannst Vorsprünge rausfahren, du kannst wirklich dein Talent halt auch spüren, wenn du gut fährst. Du merkst, ah, ich bin jetzt deutlich besser als die anderen. Aber es verhindert, dass du krasse Frustmomente hast, weil diese Strecken, also ne, du fährst hier 3 Runden, eine Runde dauert mindestens eine Minute, gerne auch mal ein bisschen länger. Ach, scheiße. Oh. Und dann passiert halt mal sowas. Und wenn du dann knapp führst in der letzten Runde, kann es halt passieren, dass du dann sofort alles verlierst. Und da verhindert halt diese Gummiband-KI ein bisschen, dass du halt, ja, wie gesagt, alles verlierst. Ich mag aber diese kleinen Hindernisse, die hier diese Spinne hast, wo du so genau sehr aufpassen musst, dass du da nicht reinfährst. Mhm. Saver, danke fürs Abo. Und was ich auch lustig finde, man muss ja auch echt, also ich finde, man spürt das geringe Gewicht der Autos, weil das du stimmt, fliegst ja relativ leicht aus der Strecke. Oh ja, genau, man kann sich leicht überschlagen. Genau. Kommen wir bis auf das Auto an. Ich hatte ein anderes Auto, was sich ständig überschlagen hat, was ich dann nicht mehr gefahren habe. Aber das mag ich total, dass man diese Unterschiede tatsächlich spürt. Ja. Und dann kann man halt mit Y resetten. Hier hätte ich, glaube ich, fast auch eine Rückspulfunktion häufig sinnvoll gefunden. Well. Ah, hier sehen wir es mal. Hier sehen wir es. Dann genau. Bin ich wieder da. Aber dann bist du halt auch schnell wieder drin. Und es gibt halt, ne, wenn du den Rand berührst, merkst du, oh krass, das bremst nicht krass aus. Mhm. Es gibt manchmal auch so Hindernisse auf der Strecke, wo du gegenfährst und das fühlt sich, finde ich, dann ein bisschen unnatürlich an, wie sehr du ausgebremst wirst. Ja, ja. Also man merkt da sehr, dass da so ein Regler ganz schnell nach unten gedreht wird. Aber finde ich, ist okay. Also ich bin überrascht davon tatsächlich, wie anspruchsvoll dieses Spiel sein kann. Man kann sich ein bisschen auch selbst einstellen natürlich, weil man jederzeit einfach den Schwierigkeitsgrad ändern kann. Und das alles, was du hier machst, ist unabhängig davon. Also es gibt jetzt keine Sachen, wo gesagt wird, du musst es auf normal spielen, damit du das und das freischaltest. Nein, das ist alles völlig unabhängig vom Schwierigkeitsgrad. Aber auf normal, ne, wie du sagtest, als ich so dieses Dino-Auto nicht hatte, sondern so ein anderes Auto, wo ich dachte, das wäre gut, da habe ich das nicht auf einfach stellen müssen, um gewinnen zu können. Ja. Und dann habe ich dieses Dino-Auto freigeschaltet, dann hat es weiterhin auf einfach stehen und bin dann plötzlich mit riesigem Vorsprung ins Ziel gekommen. Habe dann gemerkt, okay, jetzt kann ich wieder zurück auf normal stellen. Koro, danke fürs Abo. Ich finde übrigens sehr lustig, diese KI-Kollegen, die dir rechts oben angezeigt werden, der Mountain Mauler, Solid Muscle, 24 Hours, aber ohne H. Die sind in der deutschen Version, sind das dann auch wirklich deutsche Namen, also die haben sie nicht einfach übernommen. Also ich glaube einer hieß oder? Einfach nur Brumm, ganz das ist gut. In die Länge gezogen. Für mich klingen die voll wie Monster Truck Namen. The Twin Mill. Oder? Solid oder wie Namen Muscle. Von diesen Robotern, die sich gegenseitig yes! Haben, so wo bleibt Robots. Dieses Spiel? Ich glaube, es wäre kein so gutes Spiel. Doch, ich möchte das. Destruction All-Stars, aber dies. Ich finde auch irgendwie, also es hat ja dieses Lootbox-Prinzip, ne? Und ja, das zeigen wir gleich mal nach dem Rennen hier. Es fängt auch direkt damit an, was ich schlimmer Anfang. Ein bisschen unsympathisch fand. Mhm. Weil bevor du überhaupt ein Rennen fährst, hast du erstmal 3 Lootboxen, die du aufmachst. Das ist das allererste, was du wirklich machst. Und du musst du auch machen, weil du halt so deine ersten 3 Autos freischaltest. Es passt halt, finde ich, ein bisschen zu dem Spielzeugprinzip, aber ich würde fast die schöner anders finden, aufziehen müssen. Ich fände es schöner, wenn du wirklich, wenn sie einen digitalen Laden gebaut hätten oder so. Und nicht da, Lootbox. Da cyclen dann die Angebote durch und dann hast du sie wirklich in ihren Plastikvitrinen und so. Vor allem, ich kaufe ja Hot Wheels nicht blind. Deswegen, also ich finde, es passt nicht so, es oder? Gibt doch bestimmt, oder? Es gibt doch bestimmt so Hot Wheels. Es gibt doch sogar so Lego-Minifiguren-Booster-Packs. Ja. Da gibt es doch bestimmt noch Hot Wheels-Booster. Wir zeigen mal, wie es funktioniert. Weil ich schalte halt die Blindbox, nennen sie die. Und ich habe gerade keine. Ich schalte sie auch einfach mit der Kampagne frei. Entschuldigung, muss ich kurz was anfangen? Ich muss ganz kurz. Kugelblitz Mashed ist mega gut, würde ich dir zustimmen. Hm. Mashed hat super viel Spaß gemacht. Das ist auch dieses von oben, wo man. Das ist ja, das Micro Machines Art, die hat mega viel Spaß im Multiplayer gemacht. Man schaltet Blindbox auch einfach durch das Spiel. Das Spiel ist frei, einfach in der Kampagne immer mal wieder. Aber ansonsten kauft man sich die hier und kann sich auch mehrere gleichzeitig kaufen. Ich kaufe mir aber erstmal eine. So, dann habe ich die. Und dann. Oh, direkt ein Achievement. Kaufrausch, jawohl. Hat man hier ein neues Auto. Und das ist ein, also ihr seht, es hat wieder oben links die Seltenheit. Es ist ein Common Auto, also kein Rare. Man kann die dann noch upgraden, muss man auch tatsächlich. Da kommen wir aber später. Kein Rare, direkt in die Tonne damit. Aber das ist halt die Sache. Ich freue mich, auch wenn ich das jetzt nicht fahren will unbedingt, aber es hat echt gutes Handling, echt gute Beschleunigung. Ich glaube, ich würde das tatsächlich mal ausprobieren. Ich würde hier an die Lackierung nochmal ran, aber ja. Ja, aber ich freue mich einfach immer über die Designs, weil sie halt so mega unterschiedlich sind. Sollen wir mal an die Lackierung rangehen, ja, das mal zeigen? Sehr weird. Darf ich das in meinem Speicherstand zeigen? Ja, klar, okay. Dann,
fahren wir nochmal. Weil ich habe, damit habe ich tatsächlich alles noch gar nicht Na, ich habe einmal, eine Lackierung gebastelt in meinem Save und einmal, also einen Track gebaut. Ich habe wirklich einfach nur mal dieses Tutorial-Ding durchgemacht. Der Track, den ich gebaut habe, ist furchtbar, man fällt ständig runter. Ich habe da noch gar nicht groß mich mit beschäftigt, aber zumindest wollte ich es mal erlebt haben. Da können wir gerne mal kurz reingehen. Mesh ist ein Proto-Time-to-3-Spiel. Ja, schon. Kriegt man es heute noch zum Laufen? Haben wir auch mehrere Controller am PC? Ich würde jetzt mal einmal also die Time Trial hier fahren. Obwohl, das ist wieder College Campus, hatten wir gerade schon. Skyscraper ist cool. Hier einen so ein Time Trial fahren und danach würde ich gerne noch einmal den Boss zeigen. Diesen Boss-Rennen, weil das ist sehr, sehr cool. Formula Flashback. Falls ihr übrigens gerade erst eingeschaltet habt, wir spielen Hot Wheels Unleashed. Danach zeigen wir euch noch die Castlevania Advance Collection. Und zum Abschluss gibt es Outer Wilds Echoes of the Eye, das Add-on zu Outer Wilds, das so mitten ins Spiel integriert ist. Ne? Also müsst ihr euch jetzt auch nicht zu viel vor Spoilern Angst haben oder so. Das gibt es später noch. Wir müssen gleich mal schauen, ob man die Lootboxen auch mit Echtgeld kaufen kann, weil ich glaube nicht. Oh, wenn man sie nicht mit Echtgeld kaufen kann, habe ich ehrlich gesagt wenig dagegen. Weil da war ja der Shop und ich konnte die nur mit der Ingame-Währung kaufen. Und es gibt einen Season Pass tatsächlich für halt, ich glaube, das sind einfach dann Autopakete drin. Weiß ich nicht genau, müssen wir gleich mal schauen. Da gucken wir gleich mal kurz rein, weil ich glaube tatsächlich, das ist nur eine Ingame-Freischaltmechanik, aber kein Echtgeld-Pendant. Ja. Kann natürlich auch sein, dass das dann wieder zwei Wochen später kommt. Das ist ja perfide, wie manche Publisher das machen. Oh. Das quasi die Entwicklung. Ja, das passiert immer wieder, dass dann Journalisten in ihren Tests schreiben, ist aber nicht schlimm. Und dann wird das später freigeschaltet. Das war bei Crash, oder? Das gibt's bei vielen, ich weiß gar nicht. Bei irgendwas von Activision. Das sind die Dinger, die ich meine. Mhm. Weißt du, du bist da jetzt so reingecrashed und wurdest so richtig runtergerissen. Aber das ist krass, dieses Auto steuert sich wirklich komplett anders. Man spürt das wirklich sofort. Aber du hast wieder das gleiche Boost-Prinzip. Oh, nice. Holy shit! What the fuck? Wow, das wirkt falsch. Nein, ich war halt quasi über Kopf. Ja, ich weiß. Und das war ja amazing. Und diese Time Trials übrigens, also, die können echt krass sein. Es gibt halt das normale Goal, womit ich dann einfach Fortschritt freischalte, die 2 Minuten 3. Aber dann gibt es das Unleashed Goal, was dann halt quasi die Goldmedaille ist, die 1,49 ist. Und bei einer der Strecke bin ich 6-7 Mal gefahren, neu gestartet und musste da wirklich quasi eine perfekte Runde hinlegen, um das Unleashed Goal hinzubekommen. Das war richtig schwierig, aber hat auch sehr Spaß gemacht. Hier, das mag ich an der Map so, hier gerade nicht, aber man fährt ja manchmal so ein bisschen raus bei dem Skyscraper. Ja, ist so schön. Also wer hätte erwartet von einem Hot Wheels Spiel? Ja. So. Macht richtig Spaß. Wir fahren gleich nochmal Splitscreen. Oh ja, das haben wir tatsächlich noch nicht ausprobiert. Mhm. Ich finde halt, oder glaubst du, es wäre vielleicht interessant gewesen, wenn sie nicht gesagt hätten, wir machen hier diese Strecken, wo man einfach so britzelt und dann hat man Mario Kart-mäßig die Fähigkeit, an Wänden zu fahren, sondern wenn das physikalisch berechnet wäre? Also, dass du, wenn du ein Looping machst, auch wirklich genug Geschwindigkeit haben musst, damit du nicht rauskommst. Ich glaube, das wäre sehr frustrierend. Es wäre wieder drum interessant, aber ich glaube, es wäre sehr frustrierend. Ich glaube auch, es könnte sehr frustrierend werden. 5 Sekunden zu langsam für das Unleash Go, da muss man echt. Aber es wird natürlich dann auch einfacher mit der Zeit, wenn man neue Autos bekommt. Du bist noch nicht unleashed, Robin. Ja, das stimmt. Habe ich hier gerade einen Boss freigeschaltet? Ist das so? Das würde ja passen. Guck mal, es ist ein Lootbox-Reward. Ach, ein Reward. Ich dachte gerade, let's go. Das Logo ist. Perfekt. Ultra rare. So. Ultra rare. Oh, und was? Und nochmal den? Oh, aber der kommt sogar in so einem Moment. Dings. Ja, ich kann das gleiche Auto nochmal kriegen, aber es würde Sinn ergeben, weil man kann die auch kaputt machen und kriegt dafür Währung. Also es gibt durchaus Sinn. Komm, wir gucken mal nach. Bevor wir zum Boss gehen, gucken wir mal kurz mit den Lootboxen und dem Shop nach. Ja, bitte. Also ich habe jetzt hier dieses zweite Auto bekommen. Tatsächlich, ich habe jetzt einfach zweimal. Ich habe das hier. Könntest du anders sagen? Und hier nochmal. Aber haben die andere Stats? Nee, oder? Ich glaube nicht. Equip das mal. So, und dann gehen wir aufs andere, dann siehst du ich kann hier nichts equippen. Ich kann das nur upgraden. Warte mal, 4-4-3-3. Achso. 4-4-3-3 ist genauso. Das heißt, ihr seht ja, wenn ich jetzt an diesem Auto hier bin, das ist ein common Auto, das kann ich aber upgraden. Und upgraden, das macht dann eben diese grünen Slots, die ihr seht, so viel wird das dann besser. Und das kostet 280, Gears. Zahnräder, vielen Dank. 200 Zahnräder kostet das, aber ich kann es auch dismanteln und bekomme 50 Zahnräder oder ich kann es verkaufen und bekomme dafür die andere Währung. Das heißt, ich kann das gar nicht dismanteln. Dann habe ich jetzt einfach zwei? Okay, das ist sehr seltsam. Aber guck mal, das kann ich dismanteln, aber nicht das andere. Weil das irgendwie ein Geschenk ist, kann ich das nicht dismanteln? Das ist ja direkt ein, das ist wirklich ein großes Fragezeichen. Aber guck mal, dann dismantle ich halt das, was ich bisher gefahren bin. Hier.
Wo ist Dismantling? RT. Ist RT. Bye bye. Übrigens, und dann brennt es einfach. Wow. Holy aber auch shit. Das sieht so cool aus. Aber es wäre krass, wenn es noch so wirklich geschmolzen wäre. Geschmolzen. Weil dann habe ich jetzt immer noch den. Ich habe jetzt 380 Zahnräder. Ich brauche 500 und dann kann ich das halt auf die höchste. Ich glaube, das, was nach Rare kommt, ist die höchste Stufe. Und guck mal, wie viel besser. Also zwei mehr Beschleunigung ist halt krass. Was ich aber seltsam finde, ist, ich habe dann einen Boost weniger. Seht ihr, das geht von drei Boost auf zwei Boost. Ja, manchmal muss man sich auch entscheiden. Manchmal haben die schnelleren Autos weniger Boost-Kapazität. Ja, das stimmt. In meiner Erfahrung ist das aber trotzdem fast besser. So, dann schauen wir nochmal nach den Boxen. Also wir haben hier die Blindbox und ich kann die einfach nur für Ingame-Währung kaufen in diesem Bildschirm. Dann haben wir Limited Offers und hier kann man sich einfach nur direkt welche kaufen. Ja. Für mehr Währung. Tanknator, stimmt. Honda, einfach ein Honda. Den Motosaurus wieder, den Rolls Royce habe ich auch schon. Hier finde ich aber schön, dass die in ihrem. Ja, das ist toll. In diesem Ding drin sind. Mag ich auch sehr. Und seht, in einer Stunde kommen da neue Limited Offers. So, und dann gibt es aber noch Downloadable Content. Schauen wir mal, was sie uns hier anbieten. Das ist einfach nur eine andere Edition. Da wäre ich jetzt mal interessiert. Wie viel Geld wollen sie uns zusätzlich aus der Tasche leiern? Oh. 1 Euro. Aber dann bekomme ich aber auch nur dieses zusätzliche Auto. In den Dings. Aber guck mal, es gibt auch den Hot Wheels Pass. Das halt der Season Pass ist. Und der kostet 30 Euro. Okay. Und ich sehe leider nicht, was da drin ist. Warte mal. Soll ich mal richtig in den Store gehen? Soll ich mal kurz angucken, was da drin ist? Oder mich würde das interessieren. Wo sind wir hier? Mal Startseite und dann, genau. Dann gehen wir in den Store. Weil so, ob da jetzt Autos sind oder halt. Strecken oder was? Auch wenn wir in den Store kommen, wir haben diese Series S gerade angeschlossen. Genau, und das neu wollte gekauft. Ich nämlich gerade sagen. Das ist ein Fun Fact. Heute kam die Xbox Series S an, auf der wir gerade spielen. Wir wollten nämlich eine aktuelle Konsole haben im Büro. PlayStation kriegt man ja noch nicht so leicht. Und haben uns eine Xbox Series S fürs Büro geholt. Und das ist das erste Spiel, das auf dieser Konsole läuft. Ja. Kleiner Fun Fact. Die Ultimate Edition mit diesem Cover finde ich sehr lustig. So, dann haben wir doch jetzt dieses Paket. Hier, Season Pass 1. Aber erfährt man wirklich nicht, was da drin ist? Es gibt schon zwei Season Passes, was ich vor allem lustig finde. Nee, warte, da war's. Gehen wir noch um, rechts, weiter nach rechts. So, eine Expansion, was auch immer das bedeutet. 10 Fahrzeuge, Customization Packs. Und, also, aber eine Expansion heißt dann doch für mich, dass es quasi eine neue Kampagne hat. Expansion, ja. Neue Missionen. Weiß ich nicht. Würde ich mir an eurer Stelle erstmal nicht holen. Oder ist das die Expansion? Also, weil 30 Euro für 10 Fahrzeuge. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wie gesagt, ich würde es mir erstmal nicht holen an eurer Stelle. Nee. Also wenn, dann die Ultimate Edition für 90 direkt, aber halt, ich würde da auch erstmal warten. Das ist auch direkt zwei Season Passes hat. Aber okay, wir stellen fest, man kann diese Lootbox nicht kaufen. Ja, da, man kann da zwar mehr Geld ausgeben, aber scheinbar nicht für die Lootbox. Für Season Pass, ich finde Season Pass völlig okay, warum nicht, das Hauptspiel, weil sie, aber dann sind das quasi keine Lootboxen, wie wir befürchten könnten, sondern es sind, ja, recht klassische, einfach nur Dann ist das Konzept einfach nur drin, um euch süchtig zu machen fürs Spiel. Ja. Ja. Immer noch kritisierenswert, aber wir hoffen mal, dass da keine. Ah, den hatte ich schon mal, den habe ich schon kaputt gemacht, weil. Aber ist der super. Was? Zero Speed und Zero Acceleration. Also mal abgesehen davon. Das ist so dumm, dass der volle Braking Power hat, weil der keine Beschleunigung hat. Was soll ich denn braken hiermit? Naja, wenn man gar nicht erst losfährt, hat man quasi volle Braking Power. Ja. So, Tom, dann fahren wir jetzt noch einmal einen Boss Rush. Vielleicht ist mein Lieb wirklich einfach nur das damit. Jetzt, please. Ich muss hier kurz suchen, leider, weil man hier keine einfache Möglichkeit hat. Hier, Ex Machina heißt dieses Boss Race und ist die auf der Garage-Map. Was ich übrigens mag, man kann die nochmal fahren, bekommt auch wieder Belohnung. Weniger zwar, aber man kommt erneut zur Belohnung dafür. Cool. Let's go. Ich fahre gleich auch mal wieder mit dem, weil das wird ein bisschen schwieriger, das muss man gewinnen. Aber schade, nicht mit dem kleinen. Mit dem was? Mit dem Abfalltruck. Ich glaube, da habe ich gar keine Chance, leider. Wie viel Boost er hat. Vielleicht kann man den halt upgraden, dann ist er mega gut. Ja, also da steht ja, upgraden würde Speed und Acceleration. Ja, aber steht halt kein. Also normalerweise stehen die Slots, werden voll gemacht. Ja, weil du es jetzt auch gerade nicht upgraden. Also du bist nicht im Menü, in dem man das machen will. Ich nehme jetzt aber erstmal den, weil ich ja dieses Rennen zeigen will. Na gut. Ich habe es versucht, Chat. So, krieg ich das an. Hier hat man direkt so ein bisschen. Das ist quasi. Das ist ein Roboter. Theme, aus irgendeinem Grund. War der gerade noch nicht richtig texturiert oder sollte der so aussehen? Weiß ich nicht genau. Und diese Strecke ist auch ziemlich krass. Also da hatte ich richtig Freude mit. Ich glaube, der war nicht richtig. Ich glaube, da fehlt noch was. Das loot noch hinein. So, wie ihr seht, das ist eigentlich ein klassisches Rennen. Man muss kurz vor der 2
Ja, das, machen, das mag ich. Ich habe das genau. noch nicht so richtig hinbekommen. Ja, also weniger kurz vor der 2 und mehr direkt nach der 3. Ach so. Direkt, wenn die 3 weg ist. So, das hat überall diese Boost-Pads hier. Und die seht ihr manchmal blinken, weil hier, die verändern sich. Seht ihr? Gerade waren zwei andere Spuren grün. Und du musst dann immer mitzählen. Das klingt, glaube ich, beim vierten Blinken wechseln die. Und hier treiben sie dich zur Seite. Cool. Genau, hier hast du so Ventilatoren, die dich zur Seite drücken. Das ist auch in den... Also das kombinieren sie hier später auf diesem Track mit engeren Kurven, die du quasi nicht wirklich gut nehmen könntest, aber dann hauen sie Ventilatoren davor, sodass du dann die Kurven einfacher kriegst. Ziemlich coole Ideen drin. Was sie aber auch machen müssen, finde ich, weil du ja... Also im Gegensatz zu einem klassischen Kart Racer hast du hier keine Power-Ups. Du hast ja keine Möglichkeit, genau. irgendwie zu schießen oder so. Dafür hast du halt den Boost, den du ständig benutzt. Und auch ständig benutzt. Ja, der lädt sich auch immer sehr schnell auf. Mich wundert aber tatsächlich ein bisschen, dass sie keine klassischen Power-Ups hier noch genommen haben, aber diese Art Spiel wollten sie scheinbar nicht machen. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das, weißt du, die haben, das Hot Wheels hat bestimmt so eine 500 Seiten lange Brand-Bible und irgendwas wie... Nichts darf kaputt gehen. Ja, genau. Da irgendwie widerspricht irgendeinem Grundkonzept von Hot Wheels. Das ist nicht kriegerisch, das ist Achtung, nur Wettkampf. Hier muss ich jetzt von Hand mich ausrichten. Das mache ich mit dem rechten Stick. Wow. Muss ich wieder richtig rumlanden. Weil man hat komplette Air-Control mit den beiden Sticks. Ich dachte bisher, das ist nur dafür da, um sich so ein bisschen zu korrigieren. Ja, aber nee, da bin ich so geflogen, dachte mir so, und dann habe ich gerafft, dass ich es selbst machen muss. Coole Strecke. Ja, und das meinen sie halt mit Boss, weil und die ist halt, die hat jetzt tatsächlich 3 Runden, aber ich hatte auch schon so, naja, so ein bisschen, das war so ein bisschen finale Strecke, hat sich angefühlt, die dann auch ein Weg war und die dann auch sehr spektakulär war. Also, ich habe richtig Freude an diesem Spiel. Danke, Ristello, fürs Abo. Hey, der Müllwagen ist ja Platz 3, sagt er. Ja, wirklich? Hättest du den mal genommen? Nein, ich bin gar nicht aufgefallen. Total Disposal heißt der. Amazing. Ich bin ein großer Fan. Ach scheiße, ich bin zu früh gewechselt. Total Disposer hat dich überholt. Stop it, how? Let's go. Mit Zero Speed. Ja, aber er boostet die ganze Zeit. Gosh darn it. Guck mal, wie da immer Feuer aus seinen Dingen, wie es kommt. Das ist doch Blödsinn. Ich bin übrigens immer noch in der ersten Runde. Wie, in der ersten Runde? Ja. What? Das war 3 Runden. Das ist so, jetzt eine Riesenstrecke. Bin ich ja zweiten. Also ich will jetzt auch nicht zu Ende fahren. Das würde jetzt noch 4 Minuten, 5 Minuten dauern. Oh, mach mal Fotomod. Oh. Den habe ich mir noch nicht angeguckt. Oh, es gibt auch einen Replay-Mode, den wir uns, wo wir mal reingucken müssen. Hab ich auch noch nicht gemacht. Erstmal, ich finde, das ist alles ganz gut texturiert. Ja, also so nah geht man ja auch normalerweise nicht ran. Gibt es irgendwie Filter oder so? Ja, diese... Die Menüs da unten... Ach du Scheiße. Ich glaube nicht. Probieren wir mal alle Tasten durch. So. Ach, guck mal. Effects, Filter-Masks. Filter-Masks, da haben wir es doch. Ja, mach mal. Geh mal durch. Was haben wir denn? Okay. Ah, Bleach Bypass. Das ist was? Black and White. Okay, sehr simpel bisher. Er ist halt immer nur auf halbe Intensität gestellt. Nichts Aufregendes. Ach, und dann kann man noch so Masten drüberlegen. Aber ja, ach, aber guck mal, Frames haben wir. Aber auch nichts Aufregendes. Ach, ja. So ein bisschen den... Schön. Das finde ich sehr lustig. Shift ist übrigens der Effekt, nachdem du mich vorhin mal gefragt hattest, was man macht, um Sachen so miniaturmäßig auszusehen. Ah, ja. Schön. Willst du dann mal deinen Spielstand oder wollen wir jetzt erstmal ein Splitscreen-Rennen machen? Lass uns erstmal ein Splitscreen-Rennen machen. Ja, stimmt, sonst müssen wir nochmal rüber danach. Okay, gehen wir mal Exit, weil das muss man auch sagen. Also ich darf mitfahren. Kostet auch ein bisschen, ist ja ein Vollpreistitel, aber... Mach ein Foto vom Müllwagen. Aber hier steckt richtig viel drin. Das hat halt diese Kampagne, die wir hier gezeigt haben. Ja. Es hat einen Online-Multiplayer-Modus, den ich mal kurz zeigen will. Also wo man tatsächlich auch... private Lobbys machen kann, was überhaupt nicht selbstverständlich ist mehr. Und halt einfach Quick-Matches. Funktioniert auch gut. Ich bin schon gestern 2-3 Online-Rennen gefahren. Du hast dein Profil noch gar nicht individualisiert. Das stimmt, Fall. Das stimmt. Mach es mal. Hat einen... Nee, lass mal fahren. Okay. Okay, ich mach's. Weil man kann sich genau customize. Du kannst ja auch so einen coolen Tag geben. Warte. So. Yes. Here we go, Robin. Jetzt sprichst du unsere Sprache. Okay, die sind alle noch locked. Ach so. Ja, was muss man hier? Tag? Eat, Eat my dust. Da steht im Deutschen wirklich, friss meinen Staub. Hell yeah. Ich bin auf jeden Fall Eat Street my dust. Street Beast. Haben wir... Gibt's irgendwas Trashiges? Wo ist mein Garbage Truck? Oh ja, yeah, ihn mag ich sehr. Dino. Eat my dust. Finde ich sehr gut. Kappes, danke fürs Abo. Super lieb. Okay. Haben wir das? Dann machen wir mal Splitscreen.
Ich würde sagen, ich mache dann mal eine. Ich schalte dann mal eine Strecke dafür frei, irgendeine coole. Das hier ist ja alles Standard, ne? Ja. Mag ich aber sehr, dass man das einfach verändern kann hier. Ja. Und jetzt hast du einfach meine Autos? Ja, genau. Sollen wir beide den Garbage Truck nehmen? Ja! Okay. So. Oh mein Gott. Also ich würde ja sagen, wir nehmen. Ich würde sagen, wir machen Skyscraper. Und ich schalte hier irgendeine frei, die super crazy ist. That looks pretty crazy. Wo wir nur eine Runde von hinbekommen. Das sieht auch ziemlich geil aus. Mhm. Oh, das sieht. Oh, guck mal, diese Loop-Loop. Den nehmen wir mal, oder? Wie das wirklich Achterbahnen sind. Ja. Das sind keine Autobahnen. Hättest du noch Autostrecken? Drauf, ja, okay. Gern. Ach, die war sogar schon freigeschaltet. Dann bin ich hier schon mal gefahren. Sind wir gerade gefahren, wo ja, ich genau, ich wollte gerade sagen, es kann nee, komm, sein, dann nehmen wir eine andere. Dann nehmen die eine andere. Ist, die wir gefahren sind, weil wir auch so viel an der Seite unterwegs waren. Dann nehmen wir nochmal einen anderen. Okay. Ich kann leider noch nicht raus. Achso, nee, erst wenn man, wenn das Rennen startet. Das passiert dir aber auch immer. Du willst immer nur einmal drücken. Warum man muss denn für nicht? Fast das ist alles so gedrückt dumm. Halten, die Buttons das ist in dem so, Spiel. Ich hasse das. Wofür? Ja. Also hier zum Glück nicht. Da? Paul, danke fürs Abo. Okay, dann nehmen wir jetzt die da am Ende so. Eine, die du kaufen musst. Die hier, würde ich sagen. Oh mein Gott. Die sieht so lang aus. Ja. So fahren das wir steht auch long. Ja, long. Long. Ich bin sehr gespannt, Robin. Okay, wir fahren auch mit KI-Kollegen. Wir räumen jetzt von hinten das Feld auf, denn wir sind ja aufräumen. Fahrzeuge. Vinland Saga bekommt einen Studiowechsel mit gleichem Staff. Weird. Weird. Earth Day. Peter, ne? Wenn wir das nicht umziehen. Was? Wenn der Staff der gleiche ist, aber. Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Sieht man doch eigentlich nur um. So, wir haben jetzt halt unseren Boost, mit dem kann man jederzeit aufhören und wieder anfangen, wenn man halt welchen hat. Während der andere, den ich bisher hatte, immer. Oh Gott, dieses Ding fährt ja. Ja. Alter Falter. Holy shit. Was das zäh. Oh boy. Im Boost geht. Der Drift, vor allem, oh man kann ihn gar Gott. Nicht driften. Ah! Nee, man fährt, Jesus einfach Christ. Nur, man fährt einfach nur in die Bande rein. Das war doch der größte Blödsinn, dass der auf Platz 2 so vor mir ist. War. Oh shit, wir müssen uns selber richten. Das habe ich zu spät gemerkt. Wir müssen uns selber richten. Ja, also Jesus, ausrichten. Oh shit. Die Sache ist, weil wir nicht driften können, kriegen wir keinen Boost. Komm, das Müllauto ist Müll. Oh, cool, der Fnauen. Wer wird der letzte Chat? Robin oder ich? Ah! Oh Jesus. Also, bisher sind wir 12 und 10, das läuft. Du bist sogar runtergefallen. Au, scheiße. Hier muss man runter. Aua. Aber ich hab die Kurve nicht rechtzeitig bekommen. Okay, jetzt sind wir letzter und vorletzter. Also sollte man da hoch? Nee. Aber was eine geile Strecke. Da holy shit. Das ist wirklich eine coole Strecke. Ah, au, ah, oh. Hm. Ah, ah. Oh mein Gott. Ich finde, zum Ausgleich sollte der Müllwagen Raketenwerfer haben. Ja, irgendwie. Was? Was es nicht so scheiße macht. Das ist wirklich jedes Mal, wenn man nicht auf Boost drückt, hat man das Gefühl, man könnte auch gehen. Ja, und schneller sein, wenn man gehen würde. Kommt so ein grüner Army-Man an dir vorbeigehoppelt. Vor allen Dingen selbst die schneller sind. Gleichzeitig kippt es dann auch noch schnell um, weil es ist wirklich wir worst haben, of all worlds. Also wir haben jetzt gar nicht gesagt, Robin ist links, ich bin rechts. Ach so, ja, sorry. Aber konntet ihr euch wahrscheinlich denken. Ich hab die Leute wieder eingeholt, haben. Ja, ich nicht. Aber ich vermute, weil die auch sich nach mir dann richten mit ihren Rubberbanding, wenn ich der hinter denen bin. Oh, ich habe mich in den Schrauben verhakt. Nein. Das hört sich schmerzhaft an. Wir sind vor allem immer noch in der ersten Runde. Ja, weil das halt die mega lange Strecke ist. Das ist ein bisschen weird, dass man das nicht einstellen kann. Hier, zweite Runde, Tom. Und ich hab sie wieder. Achter. Gott, du bist so viel weiter vor mir. Sorry. Ich komme gerade gar nicht mehr klar. Ah! So. Jetzt bin ich auch in der zweiten Runde. Ja, du haust uns auch gleich ein. Glaub an das Herz der Hot Wheels. Ich rass halt wirklich in jede Bande rein. Ja, mittlerweile habe ich so ein bisschen. Also, es ist halt wirklich. Man muss so krass runterbremsen. Ja. Ah, holy shit! What?
What the fuck? Ja, das ist mir vorhin ständig passiert. Aber ich war gerade, ich bin oben auf einem der Dinger gelandet. Habt ihr das gesehen, Chat? Wow! Ja, geh! Entschuldigung! What is that, boy? Okay. Da bin ich nur in so eine ganz kleine Lücke mal gefahren gerade. Willst du das noch zu Ende fahren, oder? Jesus Christ. Oh mein Gott. Komm, ich warte mal auf dich, dann können wir gemeinsam rubberbanden. Was, wir können rubberbanden? Ja, ich vermute, wenn wir, wir richten sich nach dem, der halt hinter denen ist. Deswegen vermute ich, wenn wir gleich auf der gleichen Ebene sind, dass wir dann gemeinsam aufholen können. Bums. Einfach exakt das Gleiche. So viel Shit. So ja. Viel Wahl hatten wir ja auch nicht. Also vielleicht holen wir doch nicht auf. Der Wagen committet halt sehr, ne? Mhm. Also du kannst halt nicht mehr sagen, so in der letzten Sekunde. Der Wagen committet die sehr zum Tod. Wenn das Müllauto in eine Richtung fährt, dann fährt das auch erstmal in die Richtung. Oh mein Gott, what's happening? Oh ey. Oh boy. Yay, ich hab dich wieder eingeholt. Verstanden. Oh man. Ich glaube, wir fahren jetzt ja gerade unterschiedliche Strecken gleich. Wenn es sich wieder zusammenlegt, werde ich knapp vor dir sein. I swear it. Das ist die Challenge. Ihr müsst das Müllauto nehmen und voll auf upgraden und dann damit das Spiel durchspielen. Das hoffe ich ja wirklich, dass wenn man das voll upgradet, einfach das beste Auto im Spiel ist. Genau. Ah, da bist du scheiße, knapp vor mir. Oh, unser Fernseher schaltet sich gleich aus. Das müssen wir mal ausstellen, dass es diese Option immer hat, dass denkt, ich habe eine Stunde nicht gedrückt, dann gehe ich jetzt aus. Krass, dass wir das in 7 Jahren nicht geschafft haben. Ich finde das gar nicht so krass. Ich finde, das ergibt sehr Sinn. Au! Alter, durch deinen... Get fucked. Oh, scheiße. War aber gut. Ist noch aufgeschafft. So, ich muss einmal kurz... Oh, das ist aber lieb. Ja. So. Okay. Aber das frage ich mich wirklich, wenn man so krass in die Luft fliegen kann. Schreibt gerade auch jemand im Chat, ob man da einfach krass abkürzen kann oder wie das mit den Checkpoints. Das gibt's bestimmt, so Mario 64, Mario Kart 64 Abkürzung. Ja, manchmal gibt's so Hot Wheels Schilder auf den Strecken und ich frage mich nicht, ob das so Checkpoints dann sind, ich weiß es leider nicht. Also irgendwie hat mein Rubberbanding-Plan auch nicht perfekt funktioniert. Ja, ich bin nicht sicher, ob es das so stark gibt, wie du glaubst, dass es das gibt. Jesus Christ. Ich glaube, die sind alle einfach schon im Ziel. Weil sie nicht mit einem Müllwagen fahren. Oh Gott. Wie krass das aber ist. Weißt du, du hast Hot Wheels. So, das sind Fantasieautos. Ja. Und dann hast du einen Müllwagen und gibst dem trotzdem so scheiß Stats. Wirklich? Warum machst du nicht den Müllwagen? Kinder lieben Müllautos. Mach das doch geil. Ja, mach den doch super Speedo. What? Okay, das ist gerade. Aber da hat die Physik-Engine gerade kurz gesagt, ich bin raus. Bye. Oh, wenn man das aber hinkriegt mit dem Drehen, fühlt sich das super geil an. Ja, ja. Oh, ich würde da gerne noch was kritisieren. Ein Spiel. Ich finde die Musik scheiße. Ja, die Musik ist schlimm. Musik vor allem, weil die auch, schlimm. Je nachdem, welchen Boost du benutzt. Ist das so, dass das den Pitch ändert? Dass sich, genau, dass die ich so. Ich dachte, ich habe mir das irgendwie. Rumwaddelt. Also, aber, dass sie wirklich mal so. An. Also, es hört sich richtig scheiße an manchmal. Und ich dachte irgendwie erst mein Spiel wäre kaputt. Ich finde auch die Soundeffekte sehr anstrengend. Ach, also jetzt, was gerade im Hintergrund läuft, das ist einfach nur. Nee, das ist too much. Screeching Noises. Was komisch ist, weil ich finde im Menü ist die Musik ganz eigentlich chill. Ganz chill und ganz nice. Aber was hier so in den Rennen fährt, in den Rennen läuft, ist, da haben sie es übertrieben. Da würde ich dir zustimmen. Ich meine, ihr hört es ja gerade selber so ein bisschen. Ich hoffe nicht, ich hoffe, es ist so leise, dass ihr nicht hören könnt. Nee, ich glaube, es ist noch laut genug. Oh, mein Beileid. Oh mein Gott, wir fahren da wirklich zu Ende. Ja, yeah, jetzt ist die letzte Runde schon. Ist ja auch gleich fertig. Ah. Oh, ich habe eine Kurve gedriftet, ohne die Wand zu rammen. Watch halt hier für ein Gerücht. Oh ja, ich glaube, da war ein Checkpoint. Ich glaube tatsächlich, man kann also nicht komplett abkürzen. Schon wieder! Oh, look at me drifting! Scheiße. Oh, diese eine Kurve. Ah, nein, die Schrauben wieder! Scheiße! Ja, ich bin den Schrauben gut entkommen. Ja, jetzt hast du es. Damit hast du es gewonnen. Ja, aber auch nur, weil du einmal stehen geblieben bist. Und mit gewonnen meine ich Vorletzter geworden. Unter den Verlierern. Oh, hast du mich gesehen? Hast du da links das Auto? Ja, gemacht? Das war das ich. Warst du? Das war ja super geil. Das ist cool. Ey. Bin auch fast da. Cool, dass du eine Goldmedaille bekommen, Tom. Naja. Ah! Erstmal ist das keine Medaille. Ja, ja. Allein hat man keinen Replay hier. Schade. Ja, es war knapp. Ja. Aber, immerhin. Eat my dust. Yay! Achievement!
Wir haben ganz viel Staub gefressen. Oh so, boy. Soll ich mich mal einloggen mit meinem... Ja. Weil Tom uns jetzt noch mal ein bisschen den Streckeneditor-Aspekt zeigt, den es nämlich auch gibt. Was ich da halt erneut meine mit, es steckt ein bisschen was drin. Es hat eine Singleplayer-Kampagne, es hat einen Splitscreen-Modus, es hat einen Online-Modus und es hat dann auch noch einen Streckeneditor. Und es hat auch noch diesen Basement-Modus. Hast du da mal drauf gedrückt? Dass du wirklich das auch noch individualisieren kannst, ja. Ich raff nicht, was das ist, aber. Naja, du fährst ja im Basement. Also du kannst auch nicht nur Basement, du kannst auch andere Sachen auswählen. Du kannst quasi jede Umgebung echt? Individualisieren. Ja, oh, das habe ich nicht gerafft. Das können wir ja gleich Das kann man in eine Detailfolie machen. Also wirklich, da kann Sim sich ein Beispiel ja, dran nehmen. Es ist ein das bisschen ist so weird. Absurd, weil davon hat man ja auch im Spiel jetzt nicht so viel. Aber danke, Mackie, fürs Abo. Aber das können wir euch ja gleich nochmal zeigen. Aber erstmal hoffe ich, dass er meinen Save jetzt hat. Aber es müsste ja eigentlich synchronisiert eigentlich ist haben, die Xbox da gut drin. Macht er jetzt, glaube ich. Nicht er hat sogar die deutsche die deutschen Optionen sich gemerkt von meinem... Ach, there we go. Was ich sehr lustig finde, ist, dass jedes Mal, also auch im Titel vom Spiel, aber auch im Spiel selbst, jedes Mal, wenn Hot Wheels geschrieben wird, immer mit TM. Das ist immer ein TM-Zeichen. Ach so, ja. Das ist bei solchen Marken immer so. So, wir haben den Editor, Lackierungseditor, meine Lackierung. Da habe ich nämlich was für dich, Robin. Den habe ich hier gestern gebaut. What? Ja. Yay! Das ist ja super cool. Auf der anderen Kannst Seite habe ich es hab gespiegelt, aber hier habe ich ihn. Das so ist gebaut. Ja mega cool. Ich versuche das so zu allein, dass es cool aussieht. Ist das I eine 1? Sieht ein bisschen so aus. Das I ist eine 1. Yay! Yeah, ja. Dino-Auto mit einem Dino drauf und Robin! Ich will das in Real Life haben. Was ist, wenn du Teilen drückst? Denn? Ja, habe ich jetzt mal. Vorname Robin habe ich schon mal eingestellt. Ja. Tag. Das ist sehr original. Kann ich das dann gleich in mein Spiel? Und lustig. Warum steht da Vorname? Ich habe das Gefühl, da würde irgendwie was anderes eingestehen. Ja, da steht irgendwas anderes. Das ist einfach Names. Der Name des Autos halt. Erfolgreich geteilt. Okay. Also ihr könnt euch jetzt alle Robin runterladen in Hot Wheels Unleashed. Das will ich gleich nochmal gucken. Das ist ja mega geil. Ist es das beste Spiel? Und wenn man eine neue Lackierung machen will. Oh ja, und dann müssen wir aber gleich mal unsere Community-Lackierung gucken, was wir da so finden. Stimmt, ja. Also hier sind die Autos sicher. Über den habe ich mich sehr gefreut. Ich liebe, wie man die unterschiedlichen Materialien erkennt. Das sieht komplett anders aus. Das sieht nach Plastik aus und das links sieht halt wie Kunststoff oder was auch immer aus. Oder Plastik ist Kunststoff. Ihr wisst, was ich meine. Insekten-Ding hier. Geil. Ein hier auch so ein ganz klassisches. Ein Camaro einfach. So, wir können ja mal den hier individualisieren und dann fangen die so an. Also sie sind dann quasi unbeschichtet. Tom, ich fühle mich gerade wie eine Freundin in einer jungen Liebe an Valentinstag. Perfekt. Mann, das ist ja wunderschön. So, und wir können hier diese Standardfarben auswählen, die hier angegeben sind. Und dann kann man die dann noch das Material. Holy shit, das ist ja so, oh, wie, das ist ja super detailliert. Erstellte Ebene 0 so von 1000. Matter Kunststoff sieht halt wirklich super anders aus als eins von diesen Dingern. Hier dieses Glitter, das sieht voll strange aus. Ich mag sehr so diese metallenen Dinger. Ja, und bei den Farben kann man auch sagen, man geht in die fortgeschrittene Farbpalette. Dann kann man die Farben noch ein bisschen individualisierter einstellen. Ich könnte hier sagen, wir machen das sehr hell und machen hier so ein türkis-mintgrünes Ding. Für Kinder ist dieses Spiel ja wirklich sensationell. Also, was du da alles machen kannst. Und dann können wir die Farbe des Chassis ändern unten. Was würde denn zu grün passen? Vielleicht die würden sich sicher auch voll freuen, wenn du ein Auto für sie designst mit einer Lackierung. Ohne nicht, dass ich als 30-jähriger Mann das nachvollziehen könnte. Das machen es vielleicht noch ein bisschen dunkler. Dann vielleicht eher in so eine orange-goldene Richtung. Obwohl, es sieht strange aus. Was passt denn zu grün? Vielleicht dann einfach so ein bisschen was Blaues. Oh ja, so ein dunkles Blau. Fast noch dunkler. There we go. So, und dann kann man hier auch den Innenraum ändern. Da bleiben wir mal halbwegs realistisch mit was Braunem, aber nicht in diesem, sondern eher in dem Matten. Ja, genau, das sieht auch toll aus. Und dann die Außenseite müssten die Details sein. Genau, das soll dann auch eher realistisch sein. Also wir nehmen das und machen das dann so ein bisschen Metallen. Ja, so ist gut. Und wobei hier würde fast... Nee, wir lassen das mal so. Die Felgen könnte man auch noch einstellen. Da nehmen wir natürlich was Goldenes, weil... Ich muss noch kurz fragen. Edel.
ich hatte noch Hot Wheels als Kind, aber es ist halt so lange her. Sind die elektrisch? Fährt man die mit so, mit so einer Fernsteuerung? Oder es gibt ja diese Strecken, aber die, also... Wie funktionieren also Hot Wheels? Also in meinem Kopf sind Hot Wheels jetzt nicht die Dinger, mit denen du wirklich, sondern so die in meinem eigentlich auch so nicht. Höchstens mal auflädst, aber ich glaube, da gibt es alles Mögliche von. Okay. Aber ich glaube, so ein klassisches Hot Wheels ist doch wirklich nur ein Stück Plastik, oder Chat? Ich glaube eigentlich auch. So, Lackierung wollte ich noch mal. Aber diese Strecken sehen halt voll so aus wie total. Diese anderen Dinger. Die fährt man mit Gravitation. Ja, die man so nach hinten zieht, ja, okay. Ja. Okay. Genau, das kenne ich nämlich auch. So, und dann, so habe ich das hier quasi auch gemacht. Du kannst sagen, ob du rechte, linke Seite, vorne, hinten, darüber. What the fuck? Übersetzt. Aber dann kannst du sagen, hier kannst du ein Logo hinpacken. Ich finde hier ein bisschen schade, man erkennt die kaum mit Photoshop-Transparent-Dings da hinten. Aber was ich halt gemacht habe, ist, ich bin hier zu den Buchstaben die gegangen. Emojis. Kann man kurz die Emojis nur sehen? Ja, ja. Das ist ja, das finde ich sehr lustig, dass du dir so ein Emoji aufs... Wie viel es da gibt. So, packen wir den hier schön vorne drauf. Ah, spooky. Perfekt. So, und dann können wir hier nämlich sagen, warte, pass auf. Können wir hier sagen, von anderer Seite gespiegelt. Und geil. Dann ist er da auch drauf. Das ist doch super. Und du kannst aber eben auch noch sagen, ich will hier jetzt eine 1 drauf haben. Dann hast du hier ganz viele Fonts, die dir zur Auswahl stehen. Und kannst dann sagen, gut, ich nehme jetzt hier diese 1 und sehe sie gerade nicht, weil sie so klein ist. Also ihr seht sie da ein bisschen, ist halt gerade bei der Lackierung tatsächlich ein bisschen schwierig und will die quasi hier so allein. Hallo, Walk. Und mach sie einfach immer größer und größer. Du kannst die Farbe auch ändern mit Y, ne? Ja, ja. Also mal vielleicht doch eher zu was, ja, einfach was Dunkles machen. So, und das packen wir dann dahin. Und dann haben wir schon so ein das ist super geil. Eigenes kleines Design gebaut und können das speichern. Das heißt jetzt Dopsy. Musst du lesen, wie man Dopsy schreibt? Ich musste gerade gucken, wer was geschrieben hat. Ah. Entschuldigung. Als du hast ja bei der Xbox immer die Vorschläge, was du da hinschreiben willst, ne? Ja. Da stand Epstein. Epstein? Epstein. What? So. Ich hab's doch gerade schon geteilt, warum will er das jetzt nochmal? So. Warum stand da Epstein, Freunde? Das ist ja strange. Ist jetzt hier. Oh ja, guck mal, meine Strecke. Oh mein Gott. Und sie heißt die ist so, die ist, ja, weil sie halt scheiße ist, aber. Da müssen wir gleich auch mal in den Editor kurz rein. Ja, das bin ich ja. Weil da habe ich noch gar nicht mit interagiert. Ich glaube, ich lade in den Editor und jetzt nicht in die Ach so. Strecke selbst. Okay. Ah ja. So, genau. Weil hier kann ich mich so durch diese Module hier schalten. Mhm. Und die dann auch bearbeiten und quasi im Nachhinein auch noch sagen, okay, ich tausche jetzt in der Mitte irgendwie einen Teil aus oder so. Und dann kann ich mit dem linken Analogstick die Dinger. Das ist ja geil. Völlig relativ frei machen. Kannst du es auch länger und kürzer machen? Genau, weil das ist jetzt nur nach links und rechts. Wenn ich nach vorne drücke. Oh, das ist ja amazing. Wenn ich es nach hinten drücke, wird es kürzer. Holy shit. Und dann kann ich noch, wenn ich LB gedrückt halte, quasi die Orientierung verändern und sagen, okay, ich will jetzt, dass es hier nach unten geht. Incredible. Und so ein Kram. Habe ich mir die Haare geschnitten? Nee, hier sind sie. Das ist ziemlich cool, was man hier machen kann. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich sagen kann, dass ich das wieder rückgängig mache. Weil, wie gesagt, diese Verteilung der Buttons und wie man wo was macht, da muss man sich wirklich ein bisschen erstmal zurechtfinden. Es ist viel. Weil es gab auf jeden Fall was, wo ich sagen konnte, nee, mach rückgängig. Ah, ich glaube, er hat es auch rückgängig gemacht. Strecken straucheln. Genau. So, dann kann ich so Sachen machen wie hier die, die Boost-Pads platzieren. Und kann dann halt sagen, okay, ich überprüfe die Strecke mal, weil die ist ja wunderbar. Und dann fährt man tatsächlich diesen Überprüftrecker. Ach so, das ist ein eigenes Auto. Ja. Und wie du siehst. Meine Strecke hervorragend. Die erste Kurve ist direkt so ein Mittelfinger. Ja. Ich
bin halt einfach mal los mit dem Editor. Aber ich finde es halt so geil, dass du dann einfach überall in diesem Raum das reinsetzen kannst und ja auch. Ja, genau. So, also, hier, Mitochondrien, da schreibt gerade, baue eine Rampe, die gegen die Dartscheibe fährt. Könntest du doch wirklich machen. Wow. Das ist so cool. Help. Das Spiel ist so viel besser, als es irgendein Recht hat zu sein. Ja, ne? Das ist doch absurd. So, man muss eigentlich nämlich hier ganz doll runterbremsen. Das ist nur taktisch. Great. Und das dann, ist fun. Und dann kann man hier nämlich richtig reinboosten. Dann muss man hier wieder bremsen, weil sonst. Du, also, du hast es einfach, was du sagen willst, ist, du hast bewusst einfach eine Strecke für das Müllauto gebaut. Für das Müllauto, ja. Ich wusste es damals nur noch nicht. Und mit damals meine ich gestern. Genau, und das ist der Streckeneditor. Ich glaube, viel mehr müssen wir hier gar nicht zeigen. Du musst nochmal in den Keller gehen oder in den Raumeditor, genau, weil der ist insane. So viel mehr drin, als drin sein müsste auch. Aber das auch frisst mein Staub. Das schön. War Keller. Keller, genau. Deswegen dachte ich auch, es wäre nur der Keller, den man da verändert. Dachte ich auch erst, aber ich bin der Meinung, man konnte da durchschalten. Hier, die Musik. Weil was ich dachte, was Keller ist. Nee, guck mal, das ist was anderes. Das ist was Eigenes. Stimmt, das ist da, wo ich meine Editorstrecke gebaut habe. Ja. Aber man kann hier halt durch diese Sachen ja, schalten. Aber das ist aber deswegen das dachte ich erst, das sind die anderen Strecken. Aber was macht man denn? Weil was ich dachte. Hier waren wir aber gerade. Hier waren wir gerade, ja, ja. Was ich aber dachte, was wir hier machen, ist, dass wir quasi hier Hot Wheels ausstellen. Dass ich irgendwie einen Kellerraum habe, wo ich meine Hot Wheels so platziere und präsentieren kann. Aber du baust hier einfach. Geh mal zur Küche. Dann geh mal zu der, genau, Küchenschrank. Oder Arbeitsplatte, genau. Und dann kannst du das machen. Was ist dieses Spiel? Mach mal Farbe ändern. What is this game? Ja, ja. Was? Ist wirklich sehr strange, dass das geht in dem... In einer Detailfülle, die absolut bescheuert ist. Im besten Sinne. Das ist eigentlich wirklich so ein Ding, wo du das liest du auf der Feature-Liste ja. Und der Produzent sagt, sag mal, hast du einen Schaden? Was? Wir machen ein Hot Wheels-Spiel. Hot Wheels? Wir sind nicht Ikea-Bastelstunde? The fuck? Ja, ja. Das ist tatsächlich sehr lustig. Also das sind so die Zusatzfeatures, die es hier noch gibt. Hab ich? Nee, ich habe leider nicht genug für noch ein Paket oder so. Aber ja, das ist es ja im Wesentlichen, oder? Ja, ich glaube, wir sind durch mit Hot Wheels. Haben jetzt schon deutlich mehr Zeit hier mitverbracht, als wir eigentlich wollten. Ja, ja, genau. Wir dachten eigentlich nicht, dass wir jetzt so lange Hot Wheels spielen. Dann stecke ich mal um auf die Switch, Robin. Ja. Kannst du mal die Xbox ausmachen? Der IKEA-Planer hat tatsächlich weniger Features. Das kann ich selbst aus viel Zeit leider bestätigen, die ich damit verbracht habe. Ja. Soll ich mal uns groß machen, kurz? Hallihallo. Das war Hot Wheels Unleashed. Wie gesagt, gibt's auf Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Stadia und Switch. Aber aufpassen, die Next-Gen-Varianten auf Xbox und PlayStation kriegt man nicht automatisch mit. Das sind separat, also wenn ihr euch auch die Next-Gen-Variante kauft, habt ihr nicht die Xbox One-Variante, wenn ihr die Xbox Series-Variante kauft. Das ist eines der einzigen Spiele, das kein Smart Delivery hat tatsächlich. Ich finde diesen weißen Controller übrigens sehr schick. Ja, ich auch. Allgemein, die Series S ist eine sehr schöne Konsole. Ja, die ist voll small. Ja. Ich war sehr erstaunt, wie niedlich sie ist. Mir ist übrigens eine Sache eingefallen, Robin. Ja. Ich brauche mal kurz 2 Minuten deiner Zeit. Uff. Und zwar das Mysterium Cruisen Blast. Da kann Cruisen Blast nur verlieren jetzt, glaube ich. Das Mysterium Cruisen Blast geht weiter. Da müsst ihr jetzt den Podcast kennen oder die Time to 3 Folge. Das Essentielle ist, das hat ganz krasses Rubberbanding, das Spiel. Mhm. Und es ist so ein bisschen ein Rätsel. Also im Multiplayer ist es ja wirklich so, wenn der erste fährt, wird der zweite nach ein paar Sekunden hinterhergezogen. Ja. Ohne dass er steuern muss. Ja. Es ist total absurd. So, das ist mir nur eingefallen gerade, das will ich einfach mal zeigen, weil ich noch was gesehen habe bei Easy Allies, wo die was rausgefunden haben, wo ich so dachte, oh, das ergibt Sinn, das passt alles zusammen, es bildet sich ein Puzzle, wie Cruisen Blast zustande gekommen ist, und zwar muss ich dafür einfach mal nur random in eine Strecke gehen, mit einem Auto, und dann zeige ich euch das. Denn eigentlich ist ja Cruisen Blast eine Empfehlung. Ach hier, guck mal, Dopsy, das Spiel. Wunderbar. Eigentlich ist es so ein super Arcade-Ding, tolle Strecken. Ich würde es gern sehr viel mehr mögen, als ich es tue, weil es halt total
dumm ist, wie die KI hier funktioniert. Oh Gott, ist das weird nach. So, aber ich will dir mal was zeigen. Warte, passiert es hier schon? Ist jetzt das jetzt noch nicht? Nee. Sehr mysteriös, was ich fühle mich wie in einer Folge X-Faktor. Gleich kann ich doch was zeigen. Ich versuche jetzt erstmal nicht so aufs Fahren zu achten, weil ich einfach nur möchte, dass eines der Events getriggert wird, die ja hier immer mal wieder passieren im Spiel. Oh, müssen für die Events alle Fahrer auf einer Stelle sein, weil sich die Strecke verändert? Warte. Das ist darauf hinaus. Siehst du den? Die Spur vor. Ich bleib stehen. Pass mal. Oh, die Autos hinten im Tornado. Ich spul vor, ich bleib stehen. What? Und jetzt spule ich wieder vor und jetzt bleibe ich wieder stehen. Du kannst rückwärts fahren, nee, ne? Nee, ich kann nicht rückwärts fahren. What? Das finde ich verrückt. What? Das ist einfach pausiert. Diese Animation ist an meine Geschwindigkeit gekoppelt. Und dann macht's halt auch so ein bisschen Sinn, dass man im Multiplayer hinterhergezogen wird, weil ja sonst das irgendwie pausieren würde oder so. Das habe ich noch nie erlebt. Okay, aber das waren nicht die gegnerischen Autos, die da drin waren, sondern das waren einfach random Autos. Genau, das ist halt einfach ein abgespultes Ding. Was ist, wenn du jetzt pausierst? Das geht weiter. Nee, das genau da vorne. Wenn ich jetzt weiterfahre... Ach, der Zug. Dann komm's geht mal, das hier mal weiter. Der Zug bremst auf. Der Zug bremst auf. Ja, aber der ist, das ist ja auch ein Event, ist, was hier passiert. Oh. Und ich dann stehen bleiben kann. What? Oder hier auch... Das ist verrückt, oder? Ich bin sprachlos. Weil aber warum? Auch, man kann auch nie komplett stehen bleiben, glaube ich. Ich glaube, ich fahre immer so ein... Weil das verändert ja noch nicht mal was an der Strecke. Ganz langsam. Nee, ich weiß auch nicht. Also es gibt Stellen, an denen was an der Strecke verändert wird, aber eigentlich immer so, dass man da auch im Nachhinein noch was machen kann. Und es gibt hier noch eine Stelle, wo gleich so Flugzeuge kommen. Das ist eine der verrücktesten Sachen, die ich lange Zeit gesehen habe. Es ist insane, oder? Wie haben sie dieses Spiel entwickelt? War das jetzt hier? Ich glaube, es kommt hier. Ist das Spiel gar kein Rennspiel irgendwie im Code? Das, weißt du, das funktioniert alles ganz anders. Das ist eher irgendwas. Irgendwas automatisch, wie so ein automatisch ablaufendes Mario Maker. Ja, ja. Da die Jets. Okay, da würde ich aber gerne mal sehen, was im Multiplayer passiert. Wenn zwei Leute, einer fährt, der andere fährt nicht. Das geht ja nicht. Du kannst ja nicht wirklich stehen bleiben. Ja. Aber ich kann die hier quasi. Und deren Dinger gehen dann auch so ein bisschen aus und dann machen sie ihn. Wow. Ja, das hat sich noch gelohnt, das nochmal zu zeigen. What the fuck? Das wollte ich euch nur zeigen, weil irgendwie ergibt es ein Gesamtbild, was Cruise and Blast angeht. Wirklich. Das sehr passt. Was wir euch aber eigentlich spielen. Tom, Videospiele sind alles Verarsche. Also bei dem Spiel kriege ich auch das Gefühl. Verrückt. Ja. So. Was machen wir jetzt, Tom? Wir spielen die Castlevania Advance Collection, die in der letzten Direct, die war es letzte Woche? Ja, ne? Es war gerade mal letzte Woche. Was ist diese Woche? Nee, es war letzte Woche. Letzte Woche, genau. Angekündigt wurde und dann auch direkt released wurde. Und ich möchte sie einmal featuren, weil ich damit jetzt ziemlich viel Zeit verbracht habe. Ich mach's mal ein bisschen lauter wieder. Es scheint mir auch sehr leise zu sein von Dings. Falls da irgendwas ist, sagt Bescheid. Dann mache ich es halt. Und ich mag die sehr gerne. Ich bin ja in Castlevania bisher nie so richtig reingekommen in die Symphony of the Night Spiele. In die anderen, in die ganz alten Castlevanias, die habe ich alle gespielt. Ja, aber bei mir ist das einzige Lords of Shadow, was hier funktioniert hat. Und ich mag tatsächlich, also bei mir fängt das schon hier an. Ich mag schon die Präsentation dieses Menüs einfach sehr gern. Mhm. So mit den kleinen Fledermäusen da oben und dem Hintergrund. Und für jedes hast du hier diese sehr schöne Artwork-Repräsentation, weil das hier sind die drei Advanced Castlevanias. Das eine hieß bei uns nur Castlevania, dann haben wir noch Dissonance und Aria of Sorrow und die spielen sich alle sehr ähnlich zu Symphony of the Night, sind also wirklich diese Metroidvania Castlevanias und dann haben wir random noch Vampire's Kiss, was Rondo of Blood ist, aber nicht in seiner besten Version und was schon mal in einer anderen Collection drin war. Also es war ein Rondo of Blood Port für den Advance oder was? Ist ein Super Nintendo Spiel. Okay, das ist sehr random. Ja, das ist wirklich sehr random. Und was wir aber noch machen können, ist hier die Game-Version umstellen. Wir sind nämlich auf der europäischen Version. Jetzt gehen wir mal auf die amerikanische. Und dann sehen wir auch den tatsächlichen Titel dieses Spiels, Circle of the Moon. Sehr seltsam, dass sie das ändert. Rausgenommen haben. Genau, das hier heißt genauso. Und das hier heißt Dracula X, dann amerikanischen. Und dann kann man natürlich auch die japanische Version einstellen. Und dann kriegen wir diese. Toll. Aber das mag ich irgendwie total. Das bringt nochmal so viel Flavor.
Und ich habe bisher alles in der europäischen Version gespielt. Wir haben hier dann noch eine Galerie, wo wir, na, seht ihr, wir können hier uns die Dinge angucken. Das ist hier ist der Charakter aus dem Circle of the Moon. Und ich kann hier allerdings nur so durchblättern. Ja, das ist ein bisschen schade, dass man da keine Auswahlmöglichkeit hat. Also hier hätte ich halt gerne noch im besten Falle auch nochmal Art Director Zitate oder sowas, was ja, die sich gedacht haben. Sure, das ist aber sehr selten in das ist sehr selten. On-Disc-Sachen. Aber ich cycle hier auch so durch. Entschuldigung, komm nochmal kurz. Der Blick ist geil. Nani? Und irgendwann komme ich dann, das hier ist aber ziemlich cool, dass die Karten drin sind. Ich glaube, hier schaltet sich auch mehr frei. Beim letzten Mal habe ich noch nicht so viel mehr angucken können. Ich glaube, das hängt dann davon ab, wie weit man ist mit dem Spiel. Weil irgendwann... Kannst du mal auf den linken Stick drücken? Jetzt sind wir wieder bei dem... Oh! I never noticed. Ich habe es gefunden, Tom. I never noticed. Ist aber auch dumm, dass das link... Im Chat? Nee, das steht da unten. Ach so. Da war ein Ding, was so klang, als ob es das ist. Es ist ein Press-Contents, ja. Oh aber das ist natürlich total versteckt. Ja, weil man halt sofort drin landet. Ja. Oh, gut, dass dir das aufgefallen ist. Ja, und es gibt ja noch links und rechts Seiten, die wir dann machen. Ja, das mache ich die ganze Zeit. Nee, wenn du in dem Contents bist, kannst du jetzt links und rechts drücken. Drück mal rechts. Achso, dann geht einfach rein. Einfach nach unten. So, okay. Genau, das ist einfach nur das Scrollen. Okay, das ist ja dann doch viel besser, als ich dachte. Hm. Weil sogar sowas hier zu haben, so Scans vom oh ja, das fucking ist, Handbuch. Das ist super cool. Das ist ja amazing. Von richtig hohe Qualität. Oh, Robin, dankeschön. Wir beide haben uns Geschenke gemacht. Schön. Oh mein Gott. Was für ein ergiebiger Stream. Wie eigenartig, das ist da. Ja, das ist eine sehr seltsame Präsentation. Und dann gibt es noch den Musikplayer. Mhm. Und das ist das, was ihr glaubt, ein was es ist. Player, der Musik playt. Genau, es ist sehr gute Musik. Man kann sich sogar eigene Playlists machen. Okay. So, was ich am meisten gespielt habe bisher, ist das hier, Circle of the Moon. Of Temen. Ich kann immer das Intro ein bisschen laufen lassen. Hast du irgendwelche großartigen Möglichkeiten, um das Widescreen zu strecken und Pixel und Softening anzumachen? Das finde ich immer das Interessanteste. Wie hässlich kann man diese Spiele machen, wenn sie... Naja gut, hässlich werden. Machen kann man zum Glück nicht, aber... Es gibt also, diese Spiele, die halt diese... Wenn so Pixel-Art-Games kommen und die haben so, wie heißt es denn? Sharpening-Filter dran. Ja, ja. Womit dann das also richtig hässlich wird. Das finde ich immer total geil. So, wir machen hier ein Van Hook-Safe. Einfach damit man das Intro sieht. Weil hier kann ich dann auch gleich mal diese, die Filtermöglichkeiten so zeigen. Erstmal kriegen wir mal das Intro. 1830 at an old Austrian castle. Wir sind in der europäischen Version. Ich glaube, es gibt gar nichts mit deutschen Texten. Ich bin der Meinung, es ist damals gar nicht so erschienen. Könnt ihr aber gern korrigieren, falls so. From the worshippers of chaos rise the plea for the return of the Lord of Darkness. Ist Castlevania Dracula ein Österreicher? Nun. Maybe? I don't know. So genau habe ich mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Oh. And we're in. We crave the presence of the embodiment of suffering. Mm, me too. The ruler of darkness. Like wer es kennt. Don't we all. Ich mag den Sprites, ja. Ja, ich bin direkt überrascht, wie schön ich das finde. Ja. Weil das war gesagt, ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ich habe mir wirklich so den schönen Nils angeguckt, wie ein Game Boy Advance Spiel auf einem großen Bildschirm aussehen soll. Ich kann mir das bei der Switch mobil vorstellen. Mhm. Aber hier dachte ich mir immer so, ist das nicht komplett hässlich? Aber nee, das ist eigentlich sehr schön. Es ist natürlich immer interessant, weil es diese also die Präsentation von diesen Pixel-Art-Spielen werden immer falsch dargestellt, weil diese Pixel solltest du einzeln nicht erkennen können. Ne? Auf den Game Boy Advance, genauso wie auf den alten CRT-Fernseher, sind die ja viel niedriger aufgelöst. Also auf dem Game Boy Advance noch eher, weil da die Bildschirmtechnologie nicht so unterschiedlich ist wie das, was wir heute haben. Also da siehst du die Pixel schon eigentlich aber sehr ist halt wie das, deutlich nur halt ja, genau. Sehr viel kleiner. Ja. Bei einem CRT hattest du ja wirklich die Sachen, dass Scanlines und sowas dazukommen und dann Farben miteinander verschmelzen und da ist es sehr anders. Hier haben wir jetzt einfach diesen Intro-Dialog, wo Dracula ist wieder erweckt und wir kommen hier an mit unserem Meister und seinem Sohn. Morris Baldwin ist unser Meister und der will ihn jetzt wieder verbannen. Because of course, aber er kann ja ein bisschen was. Eine Bombenfledermaus? Nathan Graves, finde ich, ist der beste Name für unseren Hauptcharakter. Jesus. Father! Ich finde es ja lustig, wie der Name einfach über dem steht, was sie sagen. Das sieht man so, als ob sie den Namen mitsagen. Nathan Graves! Nathan Graves, Father! Nathan Graves, no creatures around here.
Das finde ich sehr lustig. Ja, es fehlt irgendwie eine Trennlinie oder so. Ja, genau. So, und dann geht das Spiel los. I want to find Master as much as anybody. Ja, ich spüre einen größeren. Oh, ich wollte direkt doppelklicken für den Sprint, aber ich kann es noch nicht. Scheiße. Ich spüre einen größer werdenden Drang in mir, tatsächlich Symphony of the Night mal so richtig zu spielen. So. Also, dass ich mich dran setze, sage ich so, ich spiele jetzt. Yes! Hier, wir haben die Möglichkeit, das hier ist das, was von Anfang an angegeben ist, dass man nur so leichten Rand hat, links und rechts. Wir können aber auch sagen, full. Dann gestretched. Was hell yeah auch nicht korrekt ist, weil der Game Boy Advance hat kein 16:9 Dings. Also hier sind die. Ja, Pixel Perfect wäre auch eigentlich dann exakt. Pixel das, Perfect was mag ich auch am meisten, weil es halt das Spiel, das Bild auch ein bisschen kleiner macht. Sag mal die Wallpaper. So. Also alles, was da so gibt, wie ich genau. Die Wallpaper, also standardmäßig ist das einfach nur okay drin, dann kann man aber auch das machen. Ich finde ein bisschen, kann ich das hier einfach nur so ausblenden? Nee, ich muss immer so rausgehen. Wie weird. Das finde ich strange, weil man ja, sieht ja, halt kaum was davon. Also Wallpaper mache ich auch immer aus, mich lenkt das immer eher ab und ich verstehe nicht so ganz. Oder hier, das ist auch so komisch, weil es ist nur ja, auf der einen Seite. Das ist ja komplette Scheiße. Und so steht. Wie weird. Das hier verstehe ich noch, das ist ja einfach so eine Tapete. Ja. Das finde ich okay. Und dann gibt es hier einmal noch eine graue Steinwand. Ich habe halt das mit dem Schloss, wo man das Schloss nicht wirklich sieht, aber diesen Nebelhintergrund, das mag ich ganz gerne. Und ansonsten ist das Castlevania wieder so, dass es funktioniert. Ne? Die Herzen sind unsere Munition quasi für die Spezialwaffen. Das Rote ist mein Leben, das Blaue mein Mana. Und mit der Peitsche machen wir die ganzen Monster platt. Und da oben seht ihr schon, ist jetzt so eine Karte gelandet. Blup. Received Salamander Card. Attribute and Action Cards will create a specific effect. These can be set at the menu screen DSS Option. Das ist die Chain of Memories. Das ist die Kartenanzeige und hier haben wir diese Option. Momentan habe ich halt noch keine Action-Karte und die könnte ich, wenn wir dann eine haben, kombinieren, zeige ich gleich mal in meinem Save für verschiedene Effekte. Weil das hier, oh, da habe ich mich perfekt hingestellt für. Aber wie viele Health du noch hast? Ja, man hat hier, man kann aus den alten Käse wäre nämlich dann gewohnt, dass du dann nach hinten droppst, 30% Health verlierst und in so einer bodenlosen Pit landest. Und dann kommen die Medusen, die die ganze Zeit respawnen. Hier hat es tatsächlich beides. Ja. Es gibt sowohl Gegner, die einfach respawnen, wenn du nach links und rechts gibst, aber auch welche, die es nicht tun. Die Musik finde ich großartig, Chat. Mal einfach mal ein bisschen lauter machen. Das richtige Castlevania-Feeling, finde ich. Und er hat halt noch so diesen langsamen, gemütlichen Gang hier. Aber ich mag sehr dieses, ne, diese Peitsche. Du hast so ein bisschen Anticipation Frames, bis sie dann wirklich da ist und Damage macht. Aber super viel Reichweite. Und sie lingert halt so ein, zwei Frames, so dass sie dann immer noch Damage macht. Das fühlt sich sehr stark an. Du kannst das machen, wenn du das hältst. Das ist gut für den da oben gerade. So ein paar Sachen bringt sie halt nicht wirklich bei. Die musst du selber rausfinden. Wie halt das hier oder auch, dass du, wenn du nach unten drückst ja und das machst, springen willst, dass du so sliden kannst. Das würde halt im Menü stehen, weil ich mir die ganze Zeit springen, dass man nicht springen kann am Anfang. Ist, hat das eigentlich alles eine große Lore und die Advanced passt da irgendwo rein? Also ich bin ja mit dem Hirn alle zusammen, aber das kann oh, man checken. Das rauscht leider mit dem Lautmusik auch arges Rauschen, okay. Obwohl, jetzt, guck mal, ihr hört ja jetzt noch ein Rauschen, weil jetzt sollte eigentlich nichts mehr kommen. Nee, jetzt sollte kein Rauschen mehr kommen. So. Ich hab's mal wieder leise gemacht. Ha, unhittable. Also es kann auch sein, dass das einfach die Advance-Musik ist. Ja, ja, das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen. Dass einfach die. Weil man hat hier tatsächlich auch die Option für Sound-Settings, High-Quality-Sound. Also es oh gibt, das ist tatsächlich schon okay geupdatet. Es gibt übrigens auch wahrscheinlich, noch so andere wahrscheinlich Sachen. Wahrscheinlich haben sie einfach irgendein Ding drüber laufen ja lassen, oder? Es gibt ja auch noch so andere Sachen, dass ich zum Beispiel dieses DSS-Gadget mitlaufen lassen kann, das mir jedes Mal angezeigt wird, wenn ich was für eine potenzielle Karte platt mache. Aber das verstehe ich nicht so ganz. Und das ist eher nervig. Mhm. Weil immer, wenn ich hier raufhaue, kommt dieses Ding. Okay. Das ist eine Mercury Card. Und das lasse ich in der Regel aus, weil I don't need it. Nee. Wo war es denn? Gadget-Settings. So, wir können noch die Credits machen. Wir haben das. Wir können einen Replay theoretisch saven, was ich bisher als auch noch nicht benutzt habe, weil so krass fand ich mein Play jetzt nicht, dass ich mir dachte, aber das muss ich mir speichern. Und das hier ist ein Save. Weil wir haben jetzt noch nicht so viel hier gemacht.
Und das Coole ist, wenn ich jetzt sage, ach hier, ach, das ist ja dumm, ach shit, ach Mist, ich wollte hier gar nicht runterfallen und hier auch nicht getroffen werden. Ach Tom, was machst du denn? Dann kann ich auch sagen, ich gehe in diesen Modus, halte einfach RT gedrückt und spule zurück. Nice. Und dann geht's einfach weiter und das geht super smooth. Habe ich tatsächlich nicht benutzt, Chat, in meinem Playthrough, weil ich das pure quasi durchspielen wollte. Man kann es auch, glaube ich, komplett ausstellen hier irgendwo. Hier, Rewind, kann ich sagen auch. Okay. Wenn ich möchte. Ja. Was ich cool finde, dann macht man es auch nicht versehentlich. Ja, die scheinen für alle Eventualitäten hier gerüstet worden zu sein, so wie du das Spiel genießen willst. So kannst du es dann wahrscheinlich auch genießen. Genau, das ist halt super cool. Wir können ja auch mal in meinen Safe reingehen. Wir resetten das hier einfach einmal. Und ich mag auch diese Intro-Musik, die ist direkt sehr atmosphärisch. Sehr überrascht von. Übrigens, da steht 3,5 Stunden Spielzeit. Das ist niemals nur 3,5 Stunden gewesen. Ich glaube, diese Ingame-Zeit ist Blödsinn. So, und was ich jetzt hier halt. Ich habe jetzt schon ein paar mehr Fähigkeiten. Ich kann einmal schon rennen. Also ihr seht ja, ich kann ja einmal doppelt drücken auf die Richtungstaste und bin deutlich flinker unterwegs. Was findest du für ein Item, damit dein erwachsener Mann lernt zu rennen? Schuhe? Das ist eine gute Frage. Was ist denn das? Würde mir das nochmal irgendwo anzeigen? Das finde ich irgendwie lustig. Ich glaube nicht. Ah, jetzt kann ich rennen. Warte mal, doch. Es gibt ja noch was Verrücktes hier. Enzyklopädie? Und zwar die Enzyklopädie, genau. Weil hier wird mir jedes Item angezeigt. Leider funktioniert die so, dass alles sofort da ist. Also nicht erst aufgedeckt wird, wenn ich es auch bekomme. Ja. Dadurch kann man sich auch direkt schon vorher angucken, ah, okay, welche Items sind denn gut? Welche Kartenkombinationen sind denn gut? Weil hier steht dann auch ja, aber direkt, geil als Option. Was das macht. Ich finde das auch super, dass es drin ist. Ich wünschte, ich könnte nur sagen, ich möchte erstmal nur das sehen, was ich auch freigeschaltet habe. Ja. Weil hier sind auch irgendwo, ich glaube, im Equip. Nee, shit, wo waren die? Waren die bei Items? Doch, hier. Kick Boots. Nee, das ist Jump was anderes. Jump Against Walls for Extra Height. Dash Boots. Ja. Also es sind tatsächlich endlich kann ich rennen. Diese Art von Upgrades. Weil ich kann halt auch aber Classic. Das kann ich. Also ich kann quasi einen Double Jump machen. Mhm. Und ich könnte quasi das machen, dann Double Jump und dann wieder. Aber dann komme ich nicht weiter hoch. Also da fehlt mir dann noch irgendwas. Und das Ding ist, ich bin gerade mit meinem Charakter an einem Punkt angekommen in dem Spiel, der mir mega schwer fällt. Das war der Safe. Und da kommen wir gleich hin. Das möchte ich einmal kurz zeigen. Davor möchte ich auch nochmal zeigen, wie das DSS-System funktioniert. Ja, genau, das ist halt die Map. Ja. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen was aufgedeckt. Weil was ich halt mache, ist hier zum Beispiel Fire Whip to attack enemies, kostet mich 6 Mana pro Angriff oder 4 Mana Time, ich glaube pro Sekunde, inflicted damage increases by 25%. Und das passiert und nicht. Und das kann ich aber auch machen, indem ich sage, okay, Whip of Thorns to attack enemies, Earth Whip to attack distant enemies. Und das können wir ja mal darstellen. Ich mach dann, aktiviere das dann. Und dann seht ihr ja, wie das jedes Mal so ein bisschen Mana kostet. Und jetzt habe ich halt mehr Reichweite. Und dann denke ich mir, ich drücke immer wieder versehentlich die Map. Dann denke ich mir, nee, ich will lieber eine Feuerattacke. Mach ich das. Und dann kriege ich so eine coole Flammenpeitsche. Und da ja, guck mal, du hast voll die krasse Mana-Regeneration. Ich glaube, deswegen kostet das nicht, wenn du das als Passiv einfach anhast. Ja, das kann sein, weil das ist das, was ich Robin im Podcast erzählt hatte. Ich mache halt gerne das hier. Inflicted Damage Increase by 25%. Also das zieht mir halt gar kein Mana ab. Ich glaube, das ist einfach. Ich kann die ganze Zeit. Ich glaube, das zieht dir genauso viel ab, wie du neu kriegst. Du hast irgendwas, hast du, dass dein Mana so schnell regeneriert. Ja, I guess. So, und das hier ist das Gebiet, in das ich gerade gekommen bin, wo ich mich krass unterlevelt fühle oder zumindest sehr aufgeschmissen, weil, wenn ich hier reintrete, wird mir einfach die ganze Zeit Leben abgezogen. Und ich habe schon versucht, mir Buffs zu geben, dass ich mehr Defense bekomme. Das hat darauf keine Auswirkung. Und dann kann ich hier nur so. You're doing it. Ist es vielleicht einfach ein Item, was dir noch fehlt? Ja, das denke ich auch. Aber ich weiß auch noch nicht so ganz, wo sonst im Schloss ich lang soll. Und diese Typen da vorne sind super asozial. So, dieses Geräusch, als ob da irgendwie Bud Spencer steht, dem vom Kopf klatscht. Oh, Level up. Ja, guck mal, ab, unter Level. Ach shit, jetzt habe ich den Schalter wieder gedrückt. Oh no, what's happening? Ach so, weil die da hinten noch runterfahren. Du musst dir vorstellen, okay. da wird quasi so eine Treppe hoch und runter gelassen und bis das zu Ende animiert ist, kann ich mich nicht bewegen. Lizzie Life hat gerade krasse Vietnam-Flashbacks von diesem Gebiet. Oh no.
Also vielleicht ist es einfach scheiße und schwierig. Ja, weil der Typ da ist jetzt auch super asozial. Jetzt komme ich hier quasi auf die andere Seite, kann die Treppe wieder runterlassen. Weil die Viecher, diese Ritter, die schmeißen so genau Eis? Das Kristallstäbe oder so Eisstäbe. Und wenn die mich danach nochmal treffen, macht das ein extra Bonus-Damage und dann bin ich fast tot. So, deswegen finde ich, also in meiner Erfahrung hat mir bisher hier auch wenig gebracht, gegen die zu kämpfen. Aber ich versuche mich hier so eher so durchzuwurschteln. Ja. Kann dann hier sagen, okay, jetzt mache ich das. Wie lange das nochmal dauert? Das dauert wirklich immer sehr lang. Und ich kann den Moment nicht so ganz abpassen. Jetzt, wo diese Konsolen noch SSD, auf der PS5 geht es wahrscheinlich schneller wegen der SSD. Da ja, musst wahrscheinlich. Du nicht so lange laden. So, okay. Ich versuche, um den da hinten zu kümmern. Oh, ich glaube, er kümmert sich eher um dich. Mein Freund, jetzt bist du natürlich einfach am Arsch, weil... Wobei, wir können ja theoretisch sagen... Ach so, ja. Wie gesagt, privat benutze ich das nicht. Ich würde das schon immer benutzen. Nee, das finde ich. Absolut. Ich habe mich so gefreut, als ich diesen Doppeldrachen besiegt habe, Robin. Ah ja, von dem erzählt hast. Ja, ja, der war so schwierig. Ja, okay. It's going worse. So, jetzt ist der zwar tot. Es gibt theoretisch auch Heil-Items, man findet sie halt fast nicht. Ich habe 7 Gegengifte und hier so Dinger, um mir Herzen recovern zu lassen, aber halt leider keine Dingsibundis. Jetzt wäre das hier und dann bin ich schon tot. Ja, also hier hänge ich gerade fest, Chat. deswegen könnte man sich jetzt natürlich auch sagen, ach, wisst ihr was, Circle of the Moon, scheiß doch drauf, ich spiele Aria of Sorrow und fängt dann einfach an. Oh, hier gibt es sogar Deutsch. Und dann sieht man auch direkt, also ich finde das visuell tatsächlich direkt ein bisschen anders, das Spiel. Das hier mag ich auch wieder sehr. Ich glaube, es sind die gleichen Fehlermäuse wie im Hauptmenü. Maybe. So, ich gehe einfach mal in meinen Mini-Safe rein. Wie gesagt, habe ich nur eine halbe Stunde gespielt. Und das hier... Sieht ein bisschen beeindruckender aus. Das ist einfach die... Symphony of the Night Animation, oder? So ein bisschen? Also so dieses schwebende. Nicht irgendwie so? Genau. Naja, macht schon Schritte, aber es ist so, der Oberkörper bleibt auf gleichen Ebene. Aber es ist voll geil. Es ist voll geil animiert. Und auch das hier. Also man merkt ja richtig, dass da jetzt, grafisch oder sagen wir mal in die Animation noch ein bisschen mehr drinsteckt. Also, oh shit, das sieht super cool aus. Und man hat auch so einen leichten Slide. Also so die Animation von Hauptcharakter ist halt wesentlich komplexer hier. Hm. Ich mag diesen Style. Ich mag auch den Mantel, den er hat. Die Story ist vor allem super weird. Er ist einfach nur ein Typ in der nahen Zukunft, also spielt irgendwie im Jahr 2050 oder so und ist mit seiner Freundin unterwegs zu so einem Park und im Intro steht, ah, ich hatte ein schlechtes Gefühl dabei und ist gerade die Eclipse, also Sonnenfinsternis und dann sind so random ins Schloss, im Schloss plötzlich, seine Freundin ist bewusstlos. Irgendein Typ taucht auf und sagt ihm, ja, Dracula, und du bist jetzt hier im Schloss, aber es ist doch Sonnenfinsternis. Na gut, dann gehe ich jetzt mal los mit meinem Schwert und mach sie alle platt. Weil er hatte scheinbar random einen Dolch oder Schwert. Rette deine Freundin. So mal Cruz heißen wir. Du musst es sein. Ja, aber wer bist du? Oh, Verzeihung, ich bin Yoko Belnades, ein Mitglied der Kirche. Wieso sollte ein Mitglied der Kirche mich erkennen? Du kennst doch Genya Arikado, stimmt's? Oh, there we go. Schon, aber... Er erzählte mir von dir. Ich soll dir helfen, wenn du Probleme hast. Das soll Arikado gesagt haben? Schwer zu glauben. Nun ja, er wirkt zuerst kalt, ist aber eigentlich ganz in Ordnung. Vielleicht sorgt er sich um dich, weil ihr beide dunkle Kräfte besitzt. Guck mal, hier haben sie einfach ein Leerzeichen dazwischen gemacht und die Namen ein bisschen kleiner. Ja, halt direkt schon. Moment mal, hast du gesagt, meine Kräfte seien dunkel? Ach, hast du es etwa nicht gewusst? Oh nein, habe ich da was gesagt, was ich... Naja, jetzt ist es raus. Im Grunde hast du die Macht, Ungeheuer zu beherrschen. Oh, kann man hier summonen oder was? Das ist sowas wie Atmen für dich. okay, das sind sehr viel längere Dialoge, als ich dachte, dass jetzt kommt. Holy shit. Wir skippen hier mal ein bisschen durch. Aber die Story. Ja, ich wollte ja eigentlich nur so ein bisschen durch das Spiel rennen. Wir wollen ja noch Outer Wilds spielen, Robin. Mhm. Weil hier hast du auch klassische Map an sich. Und hier, ach, das sind dann die Seelen. Ja. Stimmt, hier hatte ich auch schon ein paar. Warte mal. Genau, ich kann nämlich hier schon, ich kann R gedrückt halten, um so einen schwebenden Fall zu aktivieren. Und ich konnte doch auch irgendwie
Ach genau, mit nach oben angreifen. Ich mach das gerade. Das ist dann das Kartenäquivalent, das wird halt, sind halt wieder die Monster. Genau. Die Monsterangriffe. Aber der Fluch verhindert gerade, dass ich die Specials benutzen kann. Beziehungsweise auch die Tatsache, dass ich keine Mana habe, verhindert das. Aber ihr seht ja, die Herzen füllen hier die Mana auf. Und was ich gerade habe, ist dieses Speer, oder dieser Speer. Und hier könnte ich halt sagen, okay, ich will aber einen anderen nehmen. Und dann kann ich auch sagen, oh, hier, ich nehme den mit einem Klingenwirbel. Das ist eine Seele, die ich bekomme von einem Gegner. Und dann würde ich jetzt diesen Angriff bekommen. Also hier, das fühlt sich tatsächlich wesentlich mehr an wie Bloodstain. Mhm. Vom Spielgefühl her, von dem bisschen, was ich bisher gespielt habe. Aber macht mir auch Spaß, aber ich wollte halt erstmal Circle of the Moon spielen. Die Dinger hier sind genau die gleichen, also die ändern sich jetzt nicht für jedes Spiel. Aber das ist es im Wesentlichen. Und okay, dann hat man halt, ne, noch Harmony of Dissonance und ja, das hier ist wieder ein komplett anderes Spiel. Ich finde das so strange, dass das hier mit drin ist. Und ich glaube, das kleine Krönchen gibt an, ob du es dann durchgespielt hast. Ah ja, okay. Rechts unten, verstehe, was ich ganz cute finde. Hier kann man sich auch noch eine Story-Zusammenfassung angucken. Ich mag diese Advanced Collection total gern. Ich finde, für 20 Euro ist das ein super faires Angebot. Und für mich, der die noch nie gespielt hat, ist es gerade eine wunderbare Möglichkeit, sehr das hier nachzuholen. Cool, dann würde ich mal, vielen Dank fürs Zeigen. Sehr gern. Ich freue mich sehr, dass du da was Cooles gefunden hast, um endlich mal dich in die Tiefen von Castlevania auch noch weiter nach dem ersten Teil reinzufinden. Genau. Ich gehe jetzt mal nach hinten und stecke mal um und werfe Outer Wilds an. Genau, wir spielen jetzt nämlich gleich eine Runde Outer Wilds, das Robin ja schon im Hauptspiel durchgespielt hat. Ich habe das Hauptspiel nicht durchgespielt. Steckst du einfach hier hinten das HDMI um oder was ist der Plan? Ja, genau. Okay. Okay. Und für Outer Wilds ist ja ein Add-on erschienen, auch sehr mysteriös angekündigt, gestern gerade erstmal erschienen. Und da wollen wir jetzt mal reinspielen. Haben wir selber jetzt auch noch keine große Erfahrung mitgesammelt. Das ist also ein bisschen ein Ersteindruck, den wir mit euch gemeinsam erleben. Ich schalte uns mal kurz auf Vollbild. Hallo. Und das seht ihr gleich, so wie Robin das Speer angeschmissen hat. Oh, The World Ends With You. Das habe ich auch schon wieder vergessen, dass das erschienen ist. Alle, glaube ich. Neo. Ich hatte aber bei Easy Alice gehört, dass es ganz okay sein soll. Ja, also jetzt auch nicht, genau, jetzt auch nicht begeisternd, aber ganz okay. Uchin, danke fürs Abo, das ist super lieb. Habt ihr denn, Chat, vorhin meinte doch jemand, es hat so Flashbacks ausgelöst in Castlevania, das Gebiet. Habt ihr da Tipps? Gibt es da irgendein Item, was man sich vorher holen müsste? Oder ist das einfach nur, ja, tough luck? Weil es erscheint mir so falsch, dass ich Damage nehme, während ich in diesem Wasser stehe und dann aber auch noch diese Eistypen kommen, die mich dann paralysieren, damit ich länger im Wasser stehe. Das ist doch gemein. Das wirkt wie etwas, was alte Spiele machen, Tom. Oh, Entschuldigung. Also, falls ihr da Tipps habt, das ist außer, doch gemein, weil literally außer zurückspulen. Der ganze Punkt von Videospielen die ersten 20 Jahre, während sie existierten. Naja, auf dem Advance ist das ja schon nicht mehr nötig. So, soll hier noch kein Ton sein, Robin? Weißt du das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay. Wir gucken gleich mal. Falls doch, können wir das fixen? Hier sollte, glaube ich, schon Ton sein. Okay, warte. Dann, ich glaube nämlich, ich weiß, woran es liegt. Okay. Ich glaube, dazu müssen wir nur einmal kurz raustappen. Dann sollte das eigentlich gehen. Ich bin der Meinung, das ist einfach nur das hier einfach unten. Nur die Sound-Option. Ja. Naja, steht. Hör was nicht, was Oculus? Okay. So, ich glaube, ich starte das einmal neu. Nee, jetzt ist. Oh, sorry. Es hätte gleich Ton kommen müssen, es kommt immer mit so einer Verzögerung. Ah, Entschuldigung. War ich zu schnell. Weil zu schnell am Abzug. Das müsstet ihr jetzt schon hören. Ja, sehr gut. Wo ist es denn? Unter Librari, ganz links. Ach, hier in Library. Ich bin so selten in diesem. So, jetzt startet es. EGS, okay. So. Jetzt müssten wir auch Ton haben. Also, genau. Outer Wilds erschien bereits 2019. Eines der besten Spiele in dem Jahr, in dem es erschienen ist. Auch wenn, also Thomas hat nicht mal durchgespielt. Bei mir, ich war jetzt auch nicht so komplett hin und weg wie viele andere, wo die ja wirklich das Spiel so ein bisschen den Ruf eines der besten Spiele aller Zeiten hat. Ganz viele Gotis gewonnen. Mhm. Jetzt haben wir Ton, sehr schön. Sagt mal, dass ihr diese Musik schon gut hören könnt. Aber nicht zu laut. Und da kam jetzt, 2 Jahre nach Release, ein DLC namens, wie ihr hier seht, Echoes of the Eye raus. Und Echoes of the Eye ist einfach integriert ins Hauptspiel.
Das heißt, ihr könnt dieses Spiel einfach neu starten. Und dieses Spiel funktioniert ja so, dass ihr Hinweise auf verschiedene Dinge bekommt, die ihr in diesem Universum machen könnt. Und das ist halt einfach eine neue Sache in diesem Universum. Ich glaube übrigens, dass dieser Planet da rechts nicht richtig dargestellt wird. Das sieht für mich so aus, als ob die Bäume da durchschweben. Als ob die Bäume durchschweben? Ja, siehst du das? Meinst du jetzt hier bei uns oder dort? Auf dem Bildschirm einfach. Das ist halt, dass sie nicht auf dem Boden stehen. Oh, das sieht stimmt, ein bisschen komisch aus. Ich glaube... Obwohl, ich glaube, das ist der Schattenrobin. Ja? Ich weiß total, wie dieser Eindruck entsteht, aber ich glaube, das ist richtig. Ja, glaube, nee, es ist richtig. Nur der Schatten. Ja, es ist richtig. Jetzt sehe ich es auch. Das war, wenn man eine Sache... Du hast dich einmal quasi selbst davon überzeugt. Ja. Ja. Also es ist wirklich ein unglaubliches Spiel. sehr passend aktuell, dass der DLC erscheint, weil es ist ein Time-Loop-Spiel. Und gerade erscheinen alle Time-Loop-Spiele. Ja, wir haben noch nicht mal über 12 Minutes zusammen geredet, Robin. Das stimmt, das müssen wir aber mal. Das würde ich sehr gerne noch machen, zumindest. Ich zeige euch mal kurz, indem ich ins Museum zuerst hier gehe, was hier der Startpunkt quasi ist. Was ich zu 12 Minutes sagen würde, ist erstmal, holt euch nicht 12 Minutes. Da bin ich schon anderer. Da müssen wir drüber reden, Tom. Ja. Da müssen wir drüber reden. So, ich habe mir mal kurz den Anzug geholt, damit ich schneller reisen kann. Durch lieber Outer Wilds. Oh, ja, da wiederum müssen wir nicht drüber reden. Das ist auf jeden Fall richtig. So, müssen wir mal kurz die Steuerung noch überlegen. Okay. Dann machen wir jetzt Hopp und Bonk. Cool. Perfekt. Hopp und Bonk. Ist der Sound okay, Chat? Ist das laut genug? Gerade sind es ja nur so ein bisschen Ambient-Geräusche und so das Thruster-Geräusch von dem Jetpack. Aber ihr könnt ja mal sagen, ob das okay ist oder ob es ein bisschen lauter sein soll oder so. Hier kommt man nämlich am Anfang des Spiels hin, in dieses Museum. Und da bekommen wir hier alle möglichen Informationen über generell das Spiel. Und man kann einfach so Sachen sehen wie so physische Spielereien, wie physikalische Spielereien hier wie hier. Die rollen dann je nachdem so, wie der Mond gerade im Orbit steht. Und hier sehen wir halt New Exhibit. Und das habe ich gegoogelt, weil da wäre ich jetzt selbst nicht drauf gekommen unbedingt. Aber das war halt vorher tatsächlich nicht da. Einfach ein Bild von hier einem kleinen Türmchen. Genau, und ist ja alles an dem Spiel. Ja. Dann können wir hier mal durchlesen, was hier steht. Der Funkturm, hier auf Holzkamin, so heißt der Planet, wurde gebaut, um Übertragungen von unserem Weltraumsatelliten zu empfangen und beherbergt bis heute die allerersten Aufnahmen des gesamten Sternsystems. Diese Fotos wurden durch die ungewöhnliche vertikale Flugbahn des Weltraumsatelliten ermöglicht, die ihn hoch über und unter die Ebene des Sternsystems trägt. Also ihr seht, der Kreis da außen geht quasi aus dem Sternsystem selbst raus. Dank einer kürzlichen Aufrüstung ist der Weltraumsatellit nun für die Erstellung der Echtzeitkarte des Sternsystems verantwortlich, die von unseren neuesten Astronauten genutzt wird. Das ist eigentlich, glaube ich, einfach die normale Karte, die wir immer hier benutzen. Und hier sieht man jetzt halt schon, ne, diese Linie hier, ist diese Linie von da müsste er eigentlich sein. Okay, wenn ich ranzoome, geht's weg. Weird. Oh. Aber das gab es vorher nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Also dieses Ding, was hier rumfliegt, ist neu. Ich weiß halt, also dieses Ding ist hier auf diesem Planeten, deswegen fliegen wir da jetzt einfach mal hin und mehr. Yes. Das habe ich. Also ich habe einmal dahin geflogen, um zu sehen, ob ich das finde, ob es einfach da ist. Und ja, ist es. Und mehr habe ich noch nicht gemacht. Das heißt, wir entdecken es gemeinsam. Ja, das ist ja der ganze Punkt vom Spiel. Deswegen dachte ich mir, ich gehe das Risiko ein, dass wir einfach feststecken und diesen DLC niemals richtig betreten. Weil das einfach ein bisschen der Punkt des Spiels ist. Diese Warnung, die du mir vorhin vorgelesen hast in unseren Tests, kommt die jetzt nochmal? Nee, die wäre schon gekommen. Achso, diese Horrorwarnung? Ja genau, es gibt einen, auf Englisch steht da, man kann die Frights ausmachen. Also Echoes of the Eye ist wohl auch ein bisschen, also Frights, angstmachend. Die Ängste sozusagen, die Sachen, die Angst machen. Des Spooky Parts. Die Erschrecker. Und das gab es ja schon im Originalspiel, das war auch da manchmal schon ein bisschen Horror-Elemente gehabt und die scheint es wohl auch in Echoes of the Eye noch zu geben. So, wir suchen mal dafür kurz bin ich hier ja zu haben. Wir suchen mal kurz nach. Ich weiß auch nicht, als ich damals Outer Wilds gespielt habe, hat das bei mir nicht so richtig geklickt. Ich habe es ja wirklich eine Weile versucht, aber bei mir hat diese Faszination kam nie so richtig auf für diese Welt. Jenseits von so oberflächlichen Sachen. Und damals dachte ich mir dann, okay, ich lasse es einfach mal ruhen. Da wäre jetzt der perfekte Moment gekommen, Tom. Der perfekte Moment war eigentlich, als es im Game Pass war und das habe ich dann irgendwie verpasst. Das stimmt. So, hier weil ich in letzter Zeit so ungern mich an den PC setze. Die 1A-Landung. Dankeschön. Es müsste noch so ein Trail hinter dir sein von aufgewühltem Boden.
unidentifizierbares Signal in der Nähe. Da haben wir hier diesen Signalscanner. Das ist doch einfach nur ein Schuppen. Aha. Nicht identifiziert. Okay. Wir haben hier verschiedene Winkel. Achso, das sind einfach verschiedene Fotos von diesem Satelliten, den er aus verschiedenen Winkeln gemacht hat. Mhm. Okay. Oh, oh. Schön. Ein Selfie. Okay, also das ist schon interessant, dass ein Dude davor da irgendwie auch anwesend ist. Oder eine Dudette. Aha. Und die Aufnahme läuft. Ahem. 2 Tage sind seit dem Start des Weltraumsatelliten vergangen und ich sehe mir gerade die ersten Aufnahmen an. Ich möchte festhalten, dass Outer Wilds Ventures an diesem historischen Tag... Ah! Sie werden gedruckt, sie werden gedruckt. Da kommen sie. Was? Sie werden gedruckt? Bei den... Ach so, die Bilder, glaube ich. Ah. Bei den Sternen, sieh sich das eine an. Das ist der bröckelige Krater. Und da, das ist die Kraterlaterne. Und da sind die Untiefen der Riesen und der Quantummond. Ich bin völlig sprachlos. Jeder einzelne Himmelskörper unseres herrlichen Sternsystems sieht auf jedem dieser 3 Aufnahmen und aus jedem Blickwinkel umwerfend aus. Und erst recht in Farbe. Also das ist Kunst. Ich könnte diese Bilder ewig anstarren. Sieht Holzkamin nicht winzig aus im Vergleich zu... Moment mal, was ist das? Das kann nicht stimmen. Ich meine, das ist doch gar nicht möglich. Interpretiere ich diese Aufnahme richtig? Noch seltsamer ist, dass es auf keinem der anderen Bilder zu sehen ist, nur auf diesem einen. Da muss wohl eine Fehlfunktion am Gerät vorliegen, nehme ich an. Das ist die einzige plausible Erklärung dafür. Gabbro sollte besser die Linse des Satelliten auf Defekte untersuchen. Was ist was? Okay, also irgendwo gibt's hier etwas. Also das, da macht er das vielleicht gerade und untersucht die Linse. Das warst du selbst, du Idiot. Okay, also auf irgendeinem dieser Bilder ist etwas, was nicht auf einem anderen Bild drauf ist. Blau da rechts unten oder so? Ich glaube, das ist einfach nur der Meteorit. Genau, ja, ist ja. Hier. Das erkenne ich. Das ist einfach nur unser Planet mit dem Mond. Das sind die Twin-Dingenskirchen. Mhm. Ich glaube, das ist der Quantummond. Leute, die Outer Wilds gespielt haben, erkennen hier einiges wieder. Bei mir ist es ja auch schon 2 Jahre her. Boah, das fällt mir jetzt schwer. Pass auf, wir haben ja ein System. So ein bisschen im Deathloop ist es ja immer alles sehr direkt ausgesprochen, was du lernst. Hier gibt es, finde ich, ein besseres System dafür. Nämlich, wo haben wir den nochmal? Am PC ist das hier. Nee? Das Logbuch. Genau. Hier, das Schiffslog. So, aber da haben wir jetzt, also die Standardansicht ist die hier. Mhm. Das ist das dann auf Holzkamin einfach? Funkturm. Ein Funkturm für den Empfang von Fotos, die vom Weltraumsatelliten aufgenommen wurden. An den Wänden hängen etliche Fotos des gesamten Sternsystems. Hornfels bemerkt etwas Seltsames auf einem der Fotos, kam aber zu dem Schluss, dass ein Gerätedefekt die einzige sinnvolle Erklärung sei. Und mehr erfahren wir da tatsächlich noch nicht. Also den Rest müssen wir jetzt quasi selber... Ja, was? Genau, jetzt müssen wir herausfinden, was wir mit dieser Info machen. Also sollen wir vielleicht jetzt quasi feststellen, was jetzt das neue Objekt ist, damit wir dann wissen, wo wir hinfliegen können? Schätze ich, dass man dann angucken, sich überlegen muss, okay, wo ist der Winkel? Wo ist das im Verhältnis zu den anderen Sachen? Na, da müssen wir nochmal raufgucken. Ich habe einen weiteren Gedanken, und das wäre ein bisschen problematisch, weil da würde ich ganz recht damit machen, dass man halt Hornfels finden muss, um ihn zu fragen, aber der glaube ich nicht, weil der sagt ja einfach nur, es war ein Defekt. Deswegen gucken wir nochmal. Und andere Fotos? Gab es wirklich nur die 4 Fotos da? Ich kann mal versuchen. Oh. Weltraumfunkwellen, ja. Also man könnte halt diesen Weltraumfunkwellen könnte man halt noch weit unbekannt. Was ist das? Achso, ich glaube, das ist aber könnte einfach vom Hauptspiel. Das kommt näher. Nee, das ist das. Guck mal, da haben wir was. Ich kann hier auswählen, was ich suchen will. Ja. Und diese Weltraumfunkwellen habe ich quasi hiermit jetzt als Slot bekommen. Ja. Und da haben wir was. Dieses Signal kommt dann quasi von hier. Das ist im Roten. Guck mal, da ist so ein roter Punkt in der Mitte. Das ist der Satellit. Das ist einfach der Satellit, ja, der hier umkreist. Der schickt dann halt hier diese Funkwellen hin. Da jetzt hinzufliegen bringt jetzt, glaube ich, erstmal nicht so viel, weil wir müssen, glaube ich, erstmal herausfinden, was wir von da aus dann sehen wollen. Ist es, nee, das ist der Kraterplanet. Ja, das Ding ist, du hast jetzt halt eher die Sache, dass du Sachen siehst, ja, die vielleicht vorher nicht da waren. Weil für mich macht das jetzt nicht so den Unterschied. Ich weiß nicht, ob... Ich meine, man kann ja hier alle Planeten sehen. Oh. Genau, du kannst hier jederzeit dir einfach alles angucken. Cool. Bröckelnder Krater, was... Aber guck mal, das hier unten. Ich glaube, das hier
kann ich gerade nicht zuordnen. Wie bei alten Zeitschriften finde ich die Unterschiede zwischen den Bildern, ja, in der Screen Fun. Oder? Weil überleg mal, guck mal, es gibt hier die Sanduhrzwillinge, das ist das hier. Oh, stimmt, du kannst ja die Perspektive auch nachstellen, ja, right. Was ist hier mit der Kamera hier? Ja, könntest du nicht einfach die Perspektive nachstellen? Also, ja, ich kann, glaube ich, nicht runter. Nee, ich kann zum Beispiel jetzt nicht weiter runter. Ich meine, sie rotieren ja auch die ganze Zeit. Und sie rotieren, genau. Schwierig. Aber guck mal, ich kann jetzt mal gucken. Also, pass auf, hier haben wir die Zwillinge. Ja. Jetzt ist die Frage, ist das hier der Planet, auf dem ich bin? Ist das Holzkamin? Das könnte sein. Aber Holzkamin hat nur einen Mond. Das ist Holzkamin, hat einen Mond hier. Ja. Und hier ist noch was. Aber das könnte einfach, es gibt halt auch noch einen Quantummond, der nur manchmal erscheint. Das ist eine ganz eigene Geschichte. Okay. Das könnte doch einfach der sein. Ich meine, hat er ja auch gesagt, in dem Log war ja gerade, da ist der Quantummond. Ja, genau. Dann wird das einfach der Quantummond sein. Hier, das ist auch der Quantummond, der ist halt immer woanders. Sieht er genauso aus hier? Ja, ja, das ist einfach der Quantummond, der an unterschiedlichen Orten ist, weil es ein Quantummond ist. Und dieses weiß umrandete Ding? Dieses Weiß, was meinst du? Also hier direkt das vor hier? Der Sonne sind auch ja, das... Ja, ich glaube auch, es wären eher... Naja, nee, das ist, Nee, das ist Holzkamin einfach, oder? Es gibt auch... Das ist einfach Holzkamin. Es gibt diese Weltraumstation auch noch, die es auch noch sein könnte. Naja, aber das Ding da ist Holzkamin. Ist es Holzkamin? Ja, ich glaube schon. Ja, ja, mit seinem Mond, das ist der Mond, genau. Und das Rote links, das ist... Das ist, ja, das ist der brennende... Brennende so, Sterne. Der auch direkt da mit dem Planeten. Okay, Krater, ja, ja. Genau. Dann ist ja eigentlich nur noch. Mal, welche hatten wir jetzt gesehen? Wir hatten die gesehen, wir hatten die gesehen. Mhm. Immer noch die zwei. Was ist da bei dem Zwilling? Ist das wieder der Quantummond? Das ist wieder der Quantummond. Okay. Also behaupte ich jetzt, das ist Holzkamin. Okay, welcher Planet schafft dann die halbe. Die Sonne. Welcher Planet hat sich vor die Sonne geschoben? Ja, stimmt, das muss. Es ergibt auch Sinn eigentlich, dass es auf diesem Bild sein muss, weil hier repariert er dann so zeitlich. Ja, ja, ja. Ist das Bild, was nachdem geschossen wurde. Satellite Angle 40. Dann muss es eigentlich das hier sein. 40 degrees. Und dass hier irgendwie eine Sonnenfinsternis entsteht, die nicht entstehen aber sollte. Woher kommt sie, ja? Na, komm, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 von diesem Planeten. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die sind alle abgedeckt. Das sind alle Planeten, die es gibt hier in der Umgebung. Und dann ist das noch da, glaube ich. Also ist es vielleicht einfach ein schwarzes Objekt? Ich glaube, das ist es. Holy shit. Vermutung bei 40 Grad. Ich weiß nicht ganz, wie man die 40 Grad, ehrlich gesagt, also verstehen soll. Also ich vermute einfach mal, dass das ist, wenn er hier oben ist. Weißt du? Das ist, wenn er von hier oben... Ja, könnte man das jetzt irgendwie nachvollziehen? Könnte man nochmal auf den... Kannst du auf den Satelliten zugreifen oder so? Nee, nee, leider nicht. Du könntest theoretisch zum Satelliten fliegen. Genau, das würde ich jetzt einfach mal machen, würde ja. ich sagen. Aber der bewegt sich ja auch die ganze Zeit. Ja, ja. Aber man ist, kann ja jederzeit diesen Sensor anmachen, deswegen. Und man ist ja immer, es ist ja in Outer Wilds, man ist ja überall super schnell. Ist auch nicht, ich kann jetzt das anmachen. Es ist ja kein riesiges Universum. Genau. Jetzt muss ich es nur wieder finden. Danke, Alucard, viel Spaß. So, und jetzt kann ich einfach dem hier folgen. Ja, okay. Da ist ja auch der rote Punkt. Genau. Vielleicht kann man da dann noch irgendwas machen. So, und jetzt kann ich einfach... Aber ja, ich würde jetzt da schätzen, dass wir quasi... Dass da etwas ist, das selbst kein Licht reflektiert oder so, wie so ein schwarzes Loch. Maybe. Wenn es das ist, ja. Weil das ist ja auch tatsächlich gruselig im Weltraum, dass du manchmal so... Da gibt es Objekte, die halt... Die du nicht siehst. Wir wissen, dass sie da sind aufgrund der Anziehungskraft drumherum. Aber die selbst siehst du nicht. Das ist total creepy. Kann natürlich auch sein, dass jetzt schon wieder zu viel Zeit vergangen ist, weil das ist, ne, du hast ja diesen Time Loop, wo ja, unterschiedliche stimmt, Dinge stimmt, passiert stimmt, sind. Also das mache ich übrigens dann immer mit, also nicht immer, aber meistens mit Autopilot, weil ich wäre da jetzt sonst voll reingecrashed garantiert. Ich mag sehr, dass es diese Funktion gibt. Ergibt durchaus Sinn in dem Kontext. So. Okay, kannst du uns jetzt was verraten? Zum Beispiel, in welchem Winkel du gerade stehst. So, pass auf, wir fliegen jetzt erstmal so, dass wir die gleiche Geschwindigkeit haben wie er. Ich weiß halt nicht mehr, was die Spielfunktionen waren, also inwiefern du das Ding scannen kannst. Oh, hast du es jetzt? Karte offline. Laufbahn. Ja. Habe ich jetzt keine Karte mehr? What? Ups. Oh mein Gott. Das war ich nicht. Ich wusste das. Oh, das ist der. Ja, toll, jetzt? Karte offline. Scheiße! Vielleicht richtet er sich ja selber wieder auf. Nee, guck mal, das sieht nicht so aus. Okay. sorry, Universum. Naja.
Scheiße, Pazifist, okay, pass auf. Meint, das ist ihm auch passiert. Ich guck mal, ob ich so zu ihm hinkomme. Oh boy. Sorry, guys. I fucked this up. Er rotiert jetzt auch mehr als vorher. Ja, ja, guck mal, da ist doch ein PC. Fehlerkarte offline. Ja, das ist scheiße, ne? Ja, das ist ja ungünstig. Aber er hat dann irgendwo hier... Kann man theoretisch auf die gleiche Laufbahn gehen wie der Satellit? Dass man quasi gleichzeitig... Ja, kann man. Ich kann einfach Geschwindigkeit anpassen. Dann bewege ich mich exakt mit dem, aber er hat sie ja jetzt nicht mehr. Ja, und also ich kann sie auch nicht mehr nachgucken. Hätte, wenn er sie hätte, könnte man ihr folgen, ja, um dann zu versuchen... in diesen Winkel, genau, zu kommen, wo man das... Das hätte ich jetzt auch wahrscheinlich auch... Also ich wollte erstmal gucken, ob man irgendwas hier... Also das ist halt sehr viel kleiner, als ich gedacht hätte. Ich dachte, also es ist halt wirklich ein Satellit einfach. Speedrun. Ich frage mich, ob man noch hier irgendwo... Nee, man kann hier auch nichts mitmachen, groß. Oh, auf der Xbox hätte das jetzt ein Achievement gegeben, mein Ubi-Twice. Natürlich. Das ist ja lustig. Also ich glaube tatsächlich, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist mich einfach mal umbringen und einen neuen Loop starten. Weil ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst... Naja. Weil ich habe halt keine Karte mehr. Dieses Spiel, dass das Spiel dir eine Möglichkeit gibt, die Karte offline zu nehmen, ist halt insane. Ich meine, es kann sich das halt erlauben, weil es auf Loops basiert. Ja, exakt, ja. Und wir sind, glaube ich, eh relativ dran am Ende des Loops, deswegen. Aber was ein schöner Moment direkt. Oh man. Ich hätte gedacht, das würde sich von automatisch wieder ausrichten. Ja, also, naja, es hat ja scheinbar gar. Es ist ja ein Satellit, der ohne Antrieb, ja, ist. Der wird einmal hingeschossen, auch mit dem Antrieb. Das ist ja auch so ein Fass hier, also. Genau. Gut, dann fliegen wir mal in die Sonne, wa? Konnte man nicht auf Knopfdruck sagen, wenn man möchte? Stimmt, ich dachte, glaube. Freunde, ging das irgendwie? Es kann sein, dass man das später freigeschaltet hat. Mhm. Ja, ja, ich glaube, du hast es von einem gelernt. Aber du bist auf einem neuen Safe sozusagen. Genau. Ja. Ja. Also in die Sonne fliegen. Ach so, Raum. Okay, ja, stimmt. Raumanzug ausziehen ist schneller. Moment. That's grim. Mhm. Hau nicht. Oh, yippie, mein Gott. Oh, das ist gruselig. Ja. Oh mein Gott. I'm dead. Hat auch nicht lange gedauert. Das didn't work out. Gab man kann meditieren. Ja, ja, genau. Okay, okay, wir fliegen jetzt direkt nochmal dahin. Zeit. Ja, genau. Und ich versuche, also das war jetzt aber wirklich, also es ging schnell. Aber das ist ja auch der Prozess dieses Spiels. Ja. Also. Und natürlich im Hauptspiel hast du... Sehen wir nochmal deinen grandiosen Moment. Im Hauptspiel hast du dann natürlich immer noch... Wenn sowas passiert, hast du halt noch 500 andere Dinge, zu denen du dann hingehst, ja, ja, die du dann machst. Wir haben ja jetzt halt so ein sehr dediziertes Ziel, deswegen... Genau, also das ist etwas, was ich generell erst ganz am Ende des Spiels überhaupt gemacht habe, dass ich quasi ein Ziel hatte und dafür dann bewusst einen Loop neu gestartet habe, weil ich würde sagen, 85% des Spiels hast du immer so viel zu tun, dass eine Sache klappt nicht, machst du halt eine andere oder probierst eine andere aus oder dir fällt nur ein, was du noch was ausprobieren willst. Wäre auch sonst ein frustrierendes Spielprinzip, 12 Minutes. Ach, schön. Jetzt haben wir auch einfach diese Weltraumfunkwellen hier gespeichert. Und ich kann einfach direkt... Genau, also das Wissen wird ja, ist ja das, was, genau, du überträgst. Das im Lock ist darum noch voll. Na, wo ist er denn? Da war er, da oben. Das, ja, ich habe auch den roten Punkt gerade gesehen. Genau, also man könnte jetzt quasi sagen, wir fliegen ihm einfach hinterher. Ja. Aber das würde ich halt auch außerhalb des Schiffs, glaube ich, machen. Weil es halt sehr gefährlich ist, so. Ja, ich meine, wir haben es gerade... Obwohl, außerhalb des Schiffs, dann habe ich halt mein Schiff nicht mehr. Das wäre ja dumm. Stimmt, das ist ja und dann... Ich habe nur begrenzte ja, ja, Luft. Ja, wir gucken mal, was wir mit dem Schiff machen können. Wir müssen jetzt zur Sonne gucken. Wir müssen quasi auf seiner Laufbahn die ganze Zeit zur Sonne gucken und dann... Also wäre jetzt etwas, das mir einfällt. Ja. Um dieses Objekt zu finden. Genau, würde ich jetzt und dann auch einfach sagen, drauf zufliegen. So. Jetzt mal in die andere Richtung. Man muss dann natürlich auch den richtigen Winkel haben, aber... So, und dann kann ich halt einfach, wenn ich jetzt noch ein bisschen näher an hier ranfliege... Ja, wir sollten auch so nah wie möglich sein. Weil wir wollen ja wirklich seine Perspektive emulieren, so gut es geht. Oh, bitte ihn nicht wieder ran. I'm scared. Ja, me too. So, ich fliege ein bisschen näher ran, ganz, ganz langsam, mit 5 Metern pro Sekunde. Ja. Ich komme immer noch näher. Du siehst, ne? Oben ist die Entfernung. Ja, 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 ist wie... Das ist Millimeterarbeit, was wir hier machen. Im Weltall in 50 Meter zu denken, ist, glaube ich, insane. So, jetzt halte ich die A-Taste. Und jetzt folge ich ihm quasi. Jetzt bin ich seiner Geschwindigkeit angepasst.
Okay, das heißt, ich bin einfach statisch. Ich kann nochmal versuchen, ein bisschen näher zu gehen jetzt. Sind da nicht so ganz hinter ihm. Können wir uns noch mehr ausrichten, dass er quasi ich kann vor der Sonne ist? Kann ich alles machen. Okay. Oh mein Gott. Ach, boah, das ist so Detailarbeit. Ich glaube, ich soll das echt besser ohne Schiff versuchen. Naja, aber selbst wenn wir ihn dann einmal finden, reicht das dann? Ich weiß auch nicht, ob das die richtige Herangehensweise ist gerade. Jetzt müssen wir halt darauf warten. Weil ich mich halt frage, ob das groß genug ist, weil das war ja so rechts oben. Das heißt, wir sollten eher... Was war rechts oben? Na, auf dem Foto war das ja nur so ein... Das war doch vor der Sonne. Ja, aber halt nur ja. So ein bisschen. Deswegen hoffe ich, dass wir noch den richtigen Winkel haben quasi. Das ist einfach... Ich glaube, wir sind schon so ziemlich eigentlich perfekt. Ich könnte ja auch aussteigen. Und komm an. Oh no. Warte, du. Achso, ich habe das Signaloskop weggemacht. Das ist okay. So kann man ein bisschen besser was so ein bisschen, oh mein bisschen Gott, mehr klappt sehen. Das so? Gar keine Ahnung. Da ist es, doch. Da ist es, ne? Es drängt sich davor. Oh mein Gott, Robin. Wehe, das ist jetzt einfach nur einer der Standardplaneten. Ja, das könnte gut sein. Wir haben es falsch gemacht. Weil noch kann ich es nicht anvisieren, was auch immer es ist. Oh. Ich glaube nicht, du kannst ja auch durchgucken. Das ist was. Das ist negatives. Du kannst, guckst ja, auch guck durch. Mal. Das ist so ein Negative Space. Es reflektiert. Ja, oh, wie geil ist das denn? Ich glaube, es reflektiert wirklich. Deswegen sehen wir es nicht. Ja. Das ist eigentlich, was du beschrieben hast. Oh Gott, hier sind. Jetzt müsste ich eigentlich darauf landen gleich. Oh, ich bin drin. Oh no. Oh, I'm scared. Schiff zur Reparatur verlassen. What? I'm scared. Oh, wie cool! Nice, Tom. Nice. Sind das richtige UFOs hier? Ja, wirklich. Richtig klassische UFOs. Und die Musik. Kurz. Help. Oh, wie geil! Das ist sehr cool. Ein bisschen schief gelandet, ist fein. Das kann man sich jetzt mal reparieren. Ich hoffe, das ist nicht zu laut, Chat. Ich muss halt. Ja, sag gern Bescheid. Ich würde gern wieder entkommen können. Ja, stimmt. Deswegen repariere ich es mal. Vielleicht kommt irgendwas auf uns zu und wir so, schnell reparieren. Das ist alles weg. Alles wieder ganz. Okay, ich muss ihn gerade hinstellen. Ich frage, habe ich einfach ein Bein ab? Oder so? Ich wollte gerade sagen, du bist irgendwie die ganze Zeit schief. Ich versuche mal, mich auszurichten. Du musst da noch. So? Geht's jetzt? Nee, du. Ist ja nicht schlimm. Ist irgendwas kaputt. Aber fliegen können wir ja. Ja, ja. Kannst du mal gucken, ob irgendwas kaputt ist bei dir? Nee, ich glaube, mir fehlt einfach ein Bein. Hier rechts. Ja, ne? Ich wusste gar nicht, dass es geht, ehrlich gesagt. Whoops. Aber ja. Vielleicht liegt's ja hier irgendwo. Wirst du da rangesaugt? Also, nee, aber es ist weird. Doch, ich werde da weggeraubt, aufgesaugt. Ah, oh no, ah, no. Robin, ah. Oh no, oh no. Oh Gott. dieses Space. Sofort wieder. Holy so stelle ich mir übrigens den Rand von einem Halo vor. Nur als das ist Kontext für einen Topic-Podcast, der noch kommt. Guck mal, wie einfach so krasse UFOs sind. Brauchen wir hier den Sauerstoff? I could try. Warte. Kannst du nicht jetzt den Helm einfach abnehmen? Wenn das geht, weiß ich nicht wie. Achso. Ich glaube nicht. Ich versuche mal ohne. Ich kann sagen, sterbe ich direkt? Nee, ich glaube, ich habe noch Zeit. Du wirst ja, es ist ja wie so Druck aus. Nee, aber ich würde es doch nicht probieren, weil ich brauche sowieso den Anzug wegen dem Jetpack. Weil es einfach viel schneller ist. So. Und Taschenlampe. Hätte mich einfach nur interessiert. Ich würde mich jetzt nicht riskieren, dass ich dann direkt tot bin. Ist ja richtig. Alter, okay, sowas gab's gar nicht in Outer Wilds. Das ist ja mega cool. Unbekannte Sprache. Ja, oh, so das gab's auch nicht. Alien-mäßig. Boah, das wäre mir leck. Ein bisschen Metroid-Vibes. Okay, aber hier? Mach ich hier? Kannst du irgendwie gegenlaufen und das drehen? Ja, hab ich gerade versucht, aber nee. Ich muss das Licht anmachen. What? Was sind das Reflektoren? Ja, guck mal. Ich mach das mit der Taschenlampe. Ah, cool. Ich liebe dieses Spiel. So, ich will ja dadurch, glaube ich. Ach, guck mal, ich muss die drei Öffnungen
irgendwie. Ja, ja, du musst warten, dass sie da drüber liegen. Aber ich kann die nicht unabhängig voneinander machen. So. Nee, aber so passt doch. So, genau, wenn man irgendwo hier steht jetzt ein Baum, der füllt dann sofort meinen Sauerstoff wieder auf. Hier. Nee, wo habt ihr den Baum gesehen gerade? Hä? Sehe ich nicht. Nein, das Spiel funktioniert so, dass manchmal einfach ganz kleine Bäume oder Pflanzen irgendwo stehen und die laden einfach deinen Sauerstoffgehalt sofort auf. Das ist quasi die. Aber ich sehe den normal. Ich sehe gerade noch keinen Baum irgendwo. Das ist verwirrend. Oh, well, ich akzeptiere einfach, dass das Spiel das sagt. Okay. Hä? The fuck is happening? What? Wiederhol Erde. Holy shit! Oh Gott, ist das cool. Aber es ist kein. Es ist nicht komplett rund. Oh, ich steuere das Ding! Es ist eher. Ja! So. Das ist ein Halo. Das ist jetzt. Oh, das ist geil, Tom. Das ist ja wirklich wie ein Halo. What the fuck? Wir sind gerade. Wo sind wir gerade? Da sind wir rausgedroppt. Mach ich mal ein bisschen lauter. Ach, Tom. Das ist also mehr eine Scheibe. Oh mein fucking Gott. Ja, sieht der Baum Halo Infinite gar nicht. Nee. Kennst du das? Kann man doch bestimmt auch modden, dass man hier den Master Chief Helm auf hat. Ja. Oh, cool. Oh, das ist so geil, Tom. Holy shit, das ist gigantisch. Das ist einfach so eine Weltraumstation. Hier so ein. Da siehst du das Weltall durch. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Oh, ich bin so. Das wäre bei beste WTF-Momente oder was immer Giga. Ja, ja, ja. Oh, was ist das? Ja, das ist wieder die. Ich kann leider nicht. Ich habe leider noch nicht diese Sprache gelernt. Oh, sieht das cool aus. Weißt du, kannst du dich einmal mal ein bisschen umgucken noch? Guck mal, da ist mal die Sonne durch. Ich weiß, wir haben den Loop, aber. Nein, ist nicht schlimm. Das mag ich ja in Halo total gern, also in den tatsächlichen Spielen, wenn du einfach immer wieder dieses Panorama hast, aber zu wissen, dass ich da oben hin kann, ist natürlich nochmal cooler, auch wenn das hier natürlich ein sehr viel kompakterer. Ja, guck mal, das ist halt wirklich eine, so, wie du sagst, so eine Scheibe. Hier ist die halt, flach und da ist die flach. Das ist halt das Spielprinzip von Animal Crossing, nur auf der Innenseite. Ja, ja. So wie da die Welt funktioniert. Oh mein Gott, also die Eternal Cylinder. Dieser Moment kommt in VR. Auch heute raus. Oh mein Gott. Ja, das habe ich auch. Boah, da freue ich mich so sehr es drauf. Es gibt viel zu viele Spiele. Da habe ich ja die Demo eine ganze Weile gespielt. Das war herrlich bizarr. Ich habe auch schon überlegt, das anzufragen für heute. Aber ich dachte mir, nee, wir haben genug. Wir haben genug. Ich habe diese Laterne jetzt. Interesting. Kann ich nicht weg tun. Ist aber auch kaputt. Hier ist alles kaputt. Also wir sind hier irgendwie. Oh, das ist ein Porträt. Oh. Hallo? Okay, kurze Frage, das Spiel ist jetzt so lange her, dass ich es gespielt habe. Ist das etwas, was ich wiedererkennen sollte? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, ich kenne keine Wesen, die so aussehen oder so beschrieben wurden. So ein Hirschmensch? Ja. Das sieht so geil aus. Wie cool. Ja, einfach. Also das ist wirklich so, also sowas gab es wirklich gar nicht in Outer Wilds. Das ist insane. Aber das ist ja schon mal gut zu hören, weil dann. Ist das auch wirklich was Eigenes? Ja, auf jeden Fall. Ich kann hier einfach die Läden stellen, okay. Was ist ja, das aber hier? Das muss ja irgendwie. Interface. Ach, das ist ein Projektor, wir sind in einer Art. Ja, ja, genau. Wenn hier ein Projektor dran wäre auch und funktionieren würde. Na, was haben wir denn noch? Du aktivierst ja alles irgendwie mit deinem Licht. Ja, aber. Ach, das ist das. Das ist der Projektor. Ja, ja. Naja, aber. Warte, ich hab doch gerade was gesehen. Hä? Ich hab gerade was auf dem Bildschirm gesehen von hier oben. Nee, denn. Nee? Ich glaube einfach deinen Schatten, weil du hier reingeleuchtet hast. Ach, ja. Ich muss hier rein. Kannst du da die Laterne reinstellen? Ja, die ist ja kaputt, ne? Ja, stimmt. Ich muss bestimmt eine funktionierende Laterne finden. Hier reinpacken. Oh. Und jetzt reinleuchten? Nee. Ja, ja, es wäre schon gut, wenn die funktioniert. Oh. Nee. Okay. Merken wir uns? Ja, also wir brauchen quasi eine funktionierende Laterne, damit das dann. Ja, damit wir uns da die Bilder angucken können. Cool. Das ist wirklich. Ah, guck mal. Was ist das? Diafilm. Ach, das ist. Ah, guck mal. Ach, wir haben keinen Film. Diafilm, oh mein Gott. Das ist so lustig. So. Ach so. Aber wenn du die Laterne jetzt rausnimmst, müsstest du dir doch den Diafilm schon mit deiner Taschenlampe angucken können. Ja, genau. Oder? Ich jetzt auch. Mal hier hin. Ja. Oh. Wir kennen es halt nur nicht so richtig. Ach, du machst damit wahrscheinlich hell und dunkel mit dem
Also und? Was das links macht, weiß ich noch nicht so ganz. Ja, das verstehe ich auch noch nicht. Ist das vielleicht das, gibt es ein Sonnendach oder so? Ach, oh! What? Ich musste das Licht rechtzeitig ausmachen. Das habe ich nicht ganz absichtlich gemacht. Das hat sie aufgehört zu drehen, wenn ich nicht geleuchtet habe mit der Taschenlampe. Ja, das habe ich schon gesehen. Ich habe aufgehört zu leuchten, als es perfekt vor dem Dunkeln war. Weil das hast du vorhin auch schon mal gemacht, nur halt noch nicht so parallel. Und ich dachte halt, es gibt hier noch irgendwie ein Sonnendach oder so, nicht einfach, dass die Tür aufgeht. Aber ich meine, so geht's auch. Ist ein anderes? Nein. Ja, Tatsache. Ich glaube schon, dass ich hier noch eine Laterne finden kann. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall irgendeine Lichtquelle. Vielleicht haben wir jetzt direkt hier eine. Aber warum? Ich verstehe nicht ganz, warum man die Tür aufmachen soll, weil man kann ja eigentlich überall hinfliegen. Ich weiß gar nicht genau, was das jetzt genau so bringen soll. Naja, vielleicht macht das ja je nachdem, welches Dia aktiviert ist, was anderes. Oh. Weil jetzt bin ich ja wieder hier, genau. Da hat nur diese eine Tür hier geöffnet. Und die geht wieder zu. Ah! Ja, weil du wieder raufgeleuchtet hast. Von außen raufgeleuchtet. Also funktioniert jetzt wirklich alles. Funktioniert mit Licht. Dann war die wahrscheinlich auch auf am Anfang. Und ich habe die zugemacht. Möglich? Okay, pass auf. Wir merken einfach mal, dass hier das ist. Nicht mehr davon. Oh, ist der Loop? What's happening? Oh, was könnte sein? Oh, shit! Holy shit! Oh, Robin! Oh, my fucking God! Der Damm bricht. Oh, no! Oh, mein Gott, ist das cool! Oh, wie scary! Ah! Holy shit, das ist der Transporter! Hilfe! Fuck! Warte, ich hol mir dir. Komm her, Schatz! Das ist so geil! Ich muss kurz meinen Aufladen. Das heißt, für die Sachen, die jetzt unter Wasser sind, hat man nur begrenzt Zeit. Ja. Ja gut, das hat das Kapitel gerade zwanghaft beendet. Holy shit, das ist ja unglaublich cool. Wie man, wie es laut gekracht hat. Ja genau, wir hören jetzt. Hä, was ist denn jetzt passiert? Oh, das ist wirklich, dieses Spiel wäre in VR. Oh, da kommt eine Flutwelle. Das ist das furchterlichste ever. Ja, es gibt's in VR, so scary, ich glaube nicht. Gab's nicht auf PC eine VR-Version? Also, das wäre mir neu, aber... Okay, nee, cool. dann habe ich mir das wahrscheinlich ausgedacht. Ich will einfach mal gerade mal gegen den Strom schwimmen. Oh! Schock deines Lebens. Wirklich! Aber auch so cool. Ja, das ist super. Also übrigens, das sind einfach die Bäume. Die sind überall Bäume, deswegen hier habe ich einfach komplett Luft. Das war als dieses Pop-Up kam, Baum entdeckt, weil ich einfach die Station betreten habe. Jetzt kannst du... Bist du zu schwach? Ja, ich glaube, so richtig kommen wir dagegen nicht an. So, guck mal, was das auch. Ja, guck mal, ich komm schon. Ach so, naja, ich könnte ja einfach in die andere Richtung, dann würde ich einfach da hinkommen, fällt mir gerade ein. Ja, wir müssen ist ja eine ein Kreislauf. Weile. Egal, komm, let's try it. Oh! Let's go! Nice. Oh, sogar ein bisschen Musik. Ich glaube, das ist der End of Loop. Oh, nee, ist neu, das kenne ich noch nicht. Gott, ist das cool. Das ist das Wildwasser-Theme. Wir sind eine Disney-Attraktion jetzt. Oh. Also so viele Gebäude, in die ich auch reingehen könnte. Guck mal, da sind diese... das Geweih ist auch auf dem Gebäude drauf. Hab ich irgendwas auf das Schiffslock freigeschaltet? Willst du gerade mal rumfahren? Ja, ich wollte gerade einfach mal rumfahren. Genau deswegen, weil man halt, wenn man Sachen entdeckt, im Schiffslock werde ich jetzt diesen Turm einfach markiert haben. Genau dafür ist das sehr nützlich. Ich habe gerade, also ich glaube, es könnte für mich keinen besseren Start in diesem DLC geben, weil alles, was ich an Outer Wilds liebe, wie wir das gerade entdeckt haben und was dann hier passiert, diese Timing. Ja, es ist sehr schön, dass man sich das so natürlich erarbeiten kann, weil es wirkt die ganze Zeit so, ich war mir nicht so sicher, machen wir das hier richtig? Exakt, genau das ist das Ding. Ja. Und da hast du natürlich auch die Frustmomente, wo du Sachen nicht richtig machst und das, was wir, da machen wir all das, was wir gerade gemacht haben und da wird es nicht belohnt, aber das, damit erkaufen sie es halt. Like, look at, this is so cool! Ja, also das, ich finde das halt so lustig, weil wir gerade in unserem Halo-Podcast nochmal das hatten. Genau das, dass ich dieses Prinzip hier super geil fände. Ja, jetzt bin ich, glaube ich, gleich wieder da. Wenn ich jetzt noch einen Needler hätte, Robin. Das ist sehr lustig. Die haben so einen Feedback-Blog-Eintrag gemacht zu der ersten Technical-Beta. Und eines der Dinge war: Feedback, der Needler klingt doof. Der neue. Also, ja, machen wir. Halo Infinite. Ja, genau. Ja, okay. Jetzt soll ich, glaube ich, einfach mal in irgendein Haus nochmal gehen. Jetzt sind wir wirklich einmal rum. Achso, guck mal, ich bin schon wieder einmal rum, oder? Ja.
Genau. Das ging schneller als ich gedacht hätte. Autsch. Komm, wir gehen mal, wir gucken, was es da so gibt. Die Sonne wird eh demnächst explodieren. Wie heißt es? Echoes of? Echo Beyond? Of the Eye, ich glaube. Und der, also das, Eye, ja, genau. Das Eye ist halt eine zentrale Sache auch in der Geschichte und im Szenario von Outer Wilds. Oh, hier ein bisschen Kontext. Guck mal, das ist eine ganze Laterne. Oh! Bringt uns jetzt nicht so viel? Stimmt, weil es geflutet ist, aber jetzt wissen wir, wo es ist. Now we know. Habt eigentlich jemand in den Chat geschrieben, ob ich diese, aber ich weiß, ich habe vergessen, in den Chat zu gucken, ob man das erkennen müsste? Was erkennen müsste? Also diese Wesen? Ich glaube, vorhin hieß es einfach nur, also, nee, ich glaube nicht. Okay. Steigt dieses Wasser eigentlich gerade noch? Nee, sind neu, sagen. Sind genau. Neu, okay. Ja. Das finde ich auch ganz cool. Also es wirkt wirklich so, als ob das auch echt ein... Also ist das wirklich anscheinend ein wirklich eigenständiger DLC, der halt integriert wurde. Ja. Mann, ist das cool! Das war ein Hirsch. Komme nicht drüber hinweg. Ich frage mich gerade, warum das so grün... Also warum sieht das grün aus? Dieses das Weltall. Ja, hier, wenn du rausguckst, gerade war das noch schwierig. Hier ist das Weltall, aber innerhalb... Nee, ach, das sind ja die Fächer. Ach ja, das sind einfach... Ja, genau. Das Weltall ist grün. Also, das Wasser steigt auch nicht mehr, weil halt einfach ein Damm da irgendwie gebrochen ist. Ja, ja, da wurde irgendwas Gott, gehalten. Was? Weil wir sind so da ja cool. Auch durch so eine Art Damm durch. Das müsste man sich im nächsten Loop nochmal angucken, wie es so ja. Aussieht. Ja, stimmt. Kannst du jetzt hier... Ist das hier quasi eine Scheibe links? Ja, genau da. Ach ja. Ach, das ist ja cool. Schöner Effekt. Mit so ja. LED. Wie reingezoomte LEDs. Kann ich eigentlich hier endlos... Tauchen? Ja. Ach, guck mal, dann ist das ja doch noch alles verfügbar eigentlich. Weil ich habe ja... Ach, hier geht mir dann die Luft aus, natürlich. Das ergibt so. Oh, diese Dinger sind, glaube ich, tödlich. Tauchpassagen mit dieser... What? Ja, diese Kristalle sind eigentlich tödlich. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Rahmen. Irgendwie, das ist so ein Ding... Wenn man die berührt, glaube ich, nur... Ich bin nicht ganz sicher. Wenn das die sind aus dem Hauptspiel. Also tödlich im Sinne von, du bist sofort tot? Oder nee, aber du nimmst ordentlich Schaden und musst da echt aufpassen. So, hier ist wieder das. Soll ich meine versuchen, einfach eine Laterne... Meinst du, der Projektor geht noch? Also das Ding hier geht noch, dann wird ja der Projektor noch gehen, oder? Wahrscheinlich, ne? Aber du hast ja jetzt nicht mit. Ich will nur gucken, ob ich noch damit interagieren kann. Ja, okay. Mhm. Dann... Ich weiß nicht, ob die Zeit noch reicht, aber dann versuche ich mal, mir noch so eine Laterne zu holen. Das war hier gegenüber. Ja, genau. Das ist hier links, genau. Hier da, ne? Ja. Hui! Oh, nice. Also sie sieht für mich gerade aus, sie leuchtet halt auch nicht, aber ich wollte gerade sagen, sie leuchtet halt nicht. Also es kann sein, dass es nochmal was anderes ist. Weil ich jetzt noch nicht weiß, wo man hier eine leuchtende Laterne findet. Oh, da drin leuchtet aber irgendwas. What's happening? Oh ja. Nee. Hä? Nee, es war einfach nur eine Spiegelung von der Wasseroberfläche, die weird aussieht. Ach so. Ja, das ist einfach ein komischer Grafikeffekt. I think. War das eigentlich auch vorher schon so kaputt? Nee, ne? Was denn? Nee, das ist wirklich... Was denn? Ja, nee, wenn du jetzt hier direkt über dir guckst, ist auch diese Reflexion, das ist wirklich weird. Aber dieses, war das vorher auch schon so kaputt, das Gebäude? Nee, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war das Wasser. Ja. So, aber leuchten... Nee, immer noch du nicht. Müsstest... Ah, jetzt ist der Loop gleich vorbei, aber es geht auch nicht mehr, ich kann nicht mehr interagieren. Okay. Ach, ist einer der besten Tracks ever. I love this. Sehen. Aha. Diese Sonne ist deutlich röter, als sie zu Beginn war. Ja, ja. The end of the world. Aber wir sehen jetzt halt nicht, wie sie explodiert. Oder? Es kommt drauf an, wie der Fächer
sich arrangiert gleich. Passiert das jetzt gerade? Passiert das jetzt gerade? Mhm. Ja, wenn die Musik vorbei ist. Siehst du, es sieht jetzt ganz klein. Oh oh. Nie ein gutes Zeichen, wenn die Sonne klein wird. Oh oh. Dann wird sie blau. Hier sind wir bestimmt sicher. Ich bin hinter einem Schutzschild. Ist fein. Es reflektiert das einfach. Spiegel. Spiegel. Okay, sie braucht aber schon länger, als ich das in der Erinnerung hatte. Mirror Force. Jetzt sind wir wirklich safe. Ah, there she goes. Oh. Ich habe schlechte Neuigkeiten, Tom. Jemand sollte was dagegen tun. Man hört aber von hier draus, also ich weiß, es irritiert, weil eigentlich hört man halt ein Wum. Und ja, das hat man nicht gehört, weil wir in dieser weirden Station sind. Und oh man, das ist neu, das ist anders. Ist ich bin so? Nicht gestorben. Oder? Keine Ahnung. Normalerweise killt dich halt dann die Explosion, aber das war jetzt ja bevor die Explosion ankam. Und das war ein anderer Effekt, oder? Das war anders, oder Chat? Das weiß ich nicht. Oh stimmt, die Statue im Museum ist auch so ein hier, schreibt Obi-Zweiß. Das ist der Time-Loop-Effekt. Ich hätte gedacht, das war was anderes. Das sieht im Hauptspiel auch so aus. Na gut. Ach, der kommt immer, wenn man weit genug weg ist. Ach, das Licht quasi nicht erreicht. Okay. Okay. Ja, also ja, das cool. War jetzt wirklich, wir haben quasi den Start dieses DLCs gesehen. Ja. Ich frage mich jetzt, wie das ist mit dem Hinfliegen. Ob man jetzt jedes Mal zuerst zu dem Satelliten muss. Willst du mal gucken, wollen wir das mal fix checken? Ja, wir können ja mal ins Schiff. Oh, achso. Startcodes. Ja, kenne ich, dankeschön. Aber weird, soll das jetzt nochmal sein? Nee, das ist einfach nur, weil ich jetzt, dass der Start des Spiels ist. Das würde im Hauptspiel auch machen, wenn ich zwei, drei Mal neu starte. Okay, verstehe. Ja, ist anders, meint's. Also, MacMega meint, es ist anders. Andere sagen, das ist normal, wenn man weit genug weg ist. Man weiß es nicht. So, wir gucken mal eben ins Schiff-Log hinein. Oh, scheinbar war das was Neues, was der gesagt hat. Sie sagen gerade, no, Robin. Was? Das war was Neues? Oh, oh. Ups. Der Diktator, danke fürs Abo. Er hat dir gerade gesagt, dass du im Schiffslog Orte markieren kannst, um sie wiederzufinden. Oh, well, no. Das ist exakt die Frage, die ich hatte. Ja, ja, ja. Das ist, okay, da haben sie dann gesagt, aber das ist clever. Ah, ach, scheiße, jetzt habe ich Dialog verpasst. Ja. Der Fremdling. Ich meine, den kannst du ja online nochmal. Siehst du, kann ich A sagen? Oder du spielst das nochmal, ist ja jetzt auch nicht so. Ja, das würde ich mir, glaube ich, online mal angucken. Dann, dann habe ich ihn markiert hier. Nee, der Fremdling, ist der Fremdling das? Also es klingt wie etwas, was das wäre. Ich habe es mit dem Eindringling gerade vertauscht. Ja. Ich dachte, das gibt's gerade schon. Na gut, aber dann findest du es ja wieder zuverlässig. Und dann markiert man es und dann fliegt man direkt dahin. Ja. Nice. Super cool. Wow. Bin sehr beeindruckt das sofort. Diese Momente, die so aufeinander trafen, waren sehr schön. Dieses, wir fliegen ins Nichts. Ja, ja, ja. Und sind dann plötzlich in dieser Station und dann dieses, huch, wir fallen in dieses... Das waren wirklich... In Hello rein. Das war... Der Grund, warum Outer Wilds so beliebt ist, in 20 Minuten zusammengepackt. Ja, ein bisschen. Das natürlich von den Entwicklern ganz bewusst gemacht. Weil das dann ja auch ab dem Moment, wo man da ankommt, dann diese Fahrt und dann das explodiert, das können sie ja ziemlich linear sich vorstellen, dass man das so macht, dass wenn man das erstmal ankommt, auf dem Ding draufstehen bleibt und so. Aber genial. Das war toll. Genial. Super. Das waren ein paar tolle Spiele. Danke, Chat, dass ihr dabei wart. Das war mal wieder ein regulärer Donnerstag-Stream, den wir jetzt hoffentlich wieder jeden Donnerstag um 18 Uhr machen, um euch. Aber noch keine Garantie. Noch keine hundertprozentige Garantie, aber das ist das Vorhaben, wie genau das terminlich sich noch auskäst. Das sagen wir euch dann, sobald wir es auch wissen. Aber zumindest ist das der Plan, dass die wieder kommen und wir euch da aktuelle Spiele vorstellen können, so wie wir es heute gemacht haben und so wie wir es in der Vergangenheit vor Covid auch gemacht haben. Danke, Dopsy, für die Links im Chat. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für die ganzen Abos. Natürlich vor allem an Dopsy, aber auch natürlich an alle anderen. Danke für euren Support. Und wir sind sonst, also mittwochs 10.30 Uhr war ich jetzt live gerade erst wieder und habe Grandia gespielt und ganz kurz das erste Guilty Gear. Und das könnt ihr euch auf Time to 3 anschauen. Da werden auch diese Solo-Let's Play-artigen Streams hochgeladen. Diese Streams hier wollen wir jetzt wirklich, also die Donnerstag-Streams sollen wieder auf wie, dem Haupt wie früher, genau. Hook-Channel landen, genauso wie früher. Und morgen, wenn alles gut geht, werde ich morgen von zu Hause aus Halo Infinite streamen. Wenn alles gut geht, ich habe immer noch ein paar Sachen mit meinem Setup und so, was ich versuche auszuklavüsern, aber da bin ich eigentlich optimistisch, dass das auf eine oder andere Art und Weise klappt. Ich kann ja auch auf dem PC Halo Infinite spielen, im Notfall mache ich das so. Ja. Und dann sollte der Online-Modus um 19 Uhr online gehen,
Selbst wenn der nicht klappt, sind, wenn die Server kaputt sind, kann man, glaube ich, den Trainingsmodus mit Bots spielen. Das geht, glaube ich, so oder so außerhalb der Zeiten. Ich habe letzte Woche nicht reingucken können, deswegen ist das auch für mich der erste Interaktion mit Halo Infinite und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Was ist das denn? Ich bin auch gespannt auf das, was du sagst. Ja, und da könnt ihr gerne damit zugucken. Morgen um 19 Uhr. Genau. Ansonsten hören wir uns dann Montag im Podcast, wie gewohnt. Das soll es gewesen sein für heute. Euch schon mal ein schönes Wochenende. Morgen, wie gesagt, der Stream von Robin. Und ja, das soll es gewesen sein. Tschüssi.